Ach, sie machen Bodybuilding, ja? Das ist krankhaft, sie müssen das ablegen. Ja. Und das ist das Schlimmste. Ich sag ja auch nicht zu einem Sänger, hör auf zu singen, so, ja? Weil ich habe mich immer nur genannt, ja, ich bin Kraftsportlerin und ich gehe auf die Bühne. Ich habe nie gesagt, ich bin Bodybuilderin. Und dann dachte ich so, ja, aber trotzdem, ich finde mich eine Bodybuilderin, wo ich so denke, so, die kommt und die Sonne geht unter, so, weil die so breit ist, ja? Ich bin ja eigentlich schon Profi in einem anderen Verband. Ja. Wo Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller auch sind, also Universe, ich bin ja Miss Universe. Kennst du auch das da, wenn du auf dem Kloschüssel sitzt und dann machst, aufgepasst, machst den hier. Guck, guck, guck. Ja, genau. Herzlich willkommen zurück bei This Is. Ich bin Markan und heute sind wir im Legatum Gym. Wir sind heute zu Besuch bei Tiffany. Genau. Danke Tiffany, dass wir heute kommen konnten. Wie geht's dir? Gut. Sehr, sehr gut. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Stunden Zeit, um uns ein bisschen kennenzulernen. Ja. Und hatten da schon richtig Spaß. Stimmt, stimmt. War alles stimmt, sehr humorvoll. Ja, kann man so sagen. Ja, bei uns ist es auch das erste Mal, dass wir jetzt in so einem Gym sind. Ist geil, dass wir das auch so aufbauen konnten. Überleg mal, wir haben jetzt einfach so ein Ding hier hingestellt. Das ist voll geil. Die perfekte Idee. Das ist eigentlich, ich finde es auch voll nice. Ja. Erzähl mal, was hast du dir heute überlegt, eigentlich zu tätowieren? She-Ra von He-Man. Ja, Mann, geil. Wenn das der ein oder andere noch kennt, He-Man. Ja, aber ist schon ein bisschen älter. Aber ja, ich habe letztens gesehen, es kommt bald so ein Live-Action-Film darüber raus. Echt? Ja, Mann, 2025. Ja, weil sportbedingt können es nur die Unterarme sein bei mir. Ja, ja. Weil stimmt, wenn man einen Oberarm macht, ist immer für meinen Sport, den ich mache, ein bisschen schwierig. Ja, stimmt. Du kommst ja aus dem Bodybuilding. Genau. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ich mache jetzt Bodybuilding schon seit 11 Jahren. Ich habe angefangen mit 17. Mit 18 bin ich das erste Mal auf die Bühne. Und war damals noch Bikini-Athletin, also es gibt halt unterschiedliche Kategorien dort. Ich habe dann ziemlich schnell angefangen und wollte halt gucken, ob auch eine Diät was für mich ist. Ja. Weil so eine Diät für die Bühne ist halt jetzt nicht wie so eine normale Diät, da muss man ja schon krass abgezogen sein. Ja. Und mir hat es damals auch so getaugt, dass ich Blut geleckt habe und habe gesagt, okay, das ist der Sport, den ich machen will. Mhm. Und dann bin ich dabei geblieben. Geil. Also jetzt schon 11 Jahre und jetzt natürlich schon mittlerweile in der Figurklasse, also eine Kategorie höher. Und jetzt mal schauen. Ich bin jetzt momentan auch in Prep, also in Vorbereitung. Also wie kommt es eigentlich, dass du nicht in der Bikini-Klasse geblieben bist? Die sind da ein bisschen anders, auch von der Form her, würde ich mal sagen, oder nicht? Ja. Also ich weiß auch, gerade so, so wie ich weiß, das ist ja auch bei denen, so, die meisten davon mussten sich, lassen sich auch die Brüste operieren und so. Genau. Das ist schon wieder noch einmal einen Schritt mehr, würde ich mal behaupten. Ja, das Ding ist, dass ich noch nie das Mädchen-Mädchen war. Also ja, nie so mit Glitzer und weiß was ich. Ich habe mich immer interessiert auch mehr für draußen sein, Spielen, Autos, Dinosaurier und Bikini-Klasse ist halt auch so. Die Mädels fahren das da schon extrem. Da geht es halt um lange Haare, um dieses feminine Bild, diese gemachte Brüste. Auch die Definition ist da schön charismatisches Gesamtbild. Feminin, athletisch, Muskelansätze unerwünscht. Und ich fand schon immer interessant, den Sport halt mit dem Femininen zu kombinieren. Aber ich trainiere natürlich auch, damit ich meine Muskulatur zeigen kann. Ja. Und als ich da dann Meisterschaften gemacht habe, dann habe ich meinen zweiten Platz gekriegt. Und dann bin ich von der Bühne und habe halt beim Kampfrichter gefragt, okay, an was lag es? Und er meinte so, ja, weil du keine gemachten Brüste hast. Ja, das. Und dann das dachte ich so, ja, okay, super. Wie soll ich das trainieren? Da gehe ich zur Operation und fertig ist. Aber das hat mir halt den Spaß daran genommen, weil du willst ja weiter an was arbeiten, dich weiter verbessern. Und wenn ich in der Figurklasse starte und ich werde Zweite, dann sehe ich, okay, die andere war proportional besser. Oder die hatte einen breiteren Latt. Und dann weiß ich genau, was sind meine Hausaufgaben, was muss ich tun. Aber bei den Brüsten, da kann man jetzt nicht sagen, das kannst du ja nicht trainieren. Dann ja, gehst genau, du zum Arzt und musst dir das machen lassen. Das ist auch nicht so, was du dir so mit Blut, Schweiß und Tränen so erarbeitet hast im Prinzip. Und das ist das halt. Also die Bikini-Klasse hat schon auch, jede Klasse hat seins. Und ich finde es auch gut, dass es dann mehrere Kategorien gibt, weil für jeden ist sowas dabei, wo man sich wohlfühlen kann und auch präsentieren. Aber es war halt einfach nicht mein Wohlbefinden. Ich sehe mich halt eher in der Figurklasse. Und was würdest du sagen, so, was sind so die größten Opfer, die du bringen musstest so bis jetzt für den Sport? Ja, also es ist halt trotzdem so, am Anfang habe ich das Ganze auch ziemlich krass ernst genommen, weil ich halt, man ist ja am Anfang noch ein bisschen hilflos und weiß nicht genau, wie das Ganze geht und will alles richtig machen, weil man hat noch nicht das Gefühl. Und dann schränkt man sich automatisch ein. Also man isoliert sich halt von seinem Umfeld, man verliert auch viele Freunde. Ich habe mir damals auch gesagt, okay, wer da nicht bleibt, den brauche ich auch so nicht als Freund. Ja. Aber ich war auch schon anteilig selber dran schuld, weil ich habe mittlerweile gelernt, der Sport heißt, sich auch nicht komplett einzuschränken und zu isolieren. Ja, das kommt mit den Jahren aber der Erfahrung dazu. Und das habe ich aber am Anfang schon in Kauf genommen. Also ich habe echt auf viele Abenden, wo meine Freunde unterwegs waren, habe ich verzichtet, weil ich dachte, okay, ich darf nicht, weil ich muss regenerieren. Oder ich kann das nicht essen, weil ich muss das aus der Tupperdose nehmen. Also es ist so verkopft. Also würdest du sagen, das hat dich dementsprechend auch in deinem sozialen Umfeld eingeschränkt? Genau, ja. Und wie haben die Leute so meistens drauf reagiert? Also wenn du denen gesagt hast, ey, guck mal,
ich kann heute nicht mit dir draußen essen gehen, weil ich muss gerade auf die Defi gehen oder also ich brauche Schlaf, das funktioniert heute nicht. Ja, ich muss sagen, zum einen, wir haben ja auch eine Aufbauphase und eine Diätphase. In der Diätphase nehme ich heute auch noch alles ernst. In der Offseason bin ich mittlerweile echt entspannt geworden. Und damals war es halt so, da ich halt noch so unbeholfen war, wollte ich auch im Aufbau alles richtig machen. Und wenn ich dann so Aussagen getätigt habe, dann kam halt viel vom Umfeld so, ja, übertreib halt nicht oder du siehst ja auch noch nicht, gar nicht so krass aus oder bringt es überhaupt was? Also die Empathie und die Akzeptanz vom Umfeld hat halt gefehlt in dem Moment. Wo ich aber dann auch meine, klar, zum einen verständlich, weil wenn man sich von einem auf den anderen Moment so krass verändert und anders die Leute einen anders kennengelernt haben, auch ein bisschen verständlich so, aber wahre Freunde akzeptieren das ja auch, wenn man dann ein neues Hobby hat. Würdest du sagen, dass mittlerweile es sich bei dir so entwickelt hat, dass die meisten Leute das, was du machen, nicht nur akzeptieren, vielleicht sogar auch in der Schiene sind und dementsprechend auch mehr Verständnis daran geht und vielleicht auch so eine Unterstützung entsteht? Also freundestechnisch meinst du, dass ich viele habe, die jetzt halt im gleichen Bereich tätig sind, so im Teilweise auch das, ja, genau. Das geht, glaube ich, miteinander her. Also ja. mit den Jahren normal, glaube ich, dass sich das dann eher so selektiert, hat ja jeder. Und bei mir ist wirklich viel Sportler. Also ich habe fast keine Freunde, aber Freundeskreis ist eh ziemlich klein. Weil Freunde bei mir halt mit der gleichen Definition fast wie Familie einhergeht. Also, Qualität vor Quantität. Ja, und deswegen ist es schon schön, wenn man dann auch eine gleiche Passion hat. Weil so Bodybuilding ist halt wie mit jeder anderen Passion auch. Also viele sagen ja immer, oh, wie könnt ihr das? Wir hatten es vorhin auch schon im Gespräch. Ich meine, jemand anderes ist Mama oder Elternteil oder jemand anderes geht gerne tanzen oder singt. Die haben ja auch eine Passion und Disziplin in einer anderen Tätigkeit halt. Ja. Aber ich finde es halt schön, wenn man sich dann schon freundestechnisch trifft und dann die gleiche Passion teilt, weil es ist halt trotzdem ein Teil von deinem Leben und dann kannst du dich da auch austauschen. Und das ist dann super, wenn du eine Freundschaft hast, wo das dann natürlich auch mit integriert ist. Aber es muss auch nicht sein, aber es ist halt schön. Ja, ja, vor allem, wie du es auch gesagt hast, es nimmt auch sehr viel Zeit auch in Kauf. Ja, ja. Und wie ist es bei dir, wie strukturierst du so deinen Tag, dass du also Zeitmanagement technisch gesehen so alles unter einen Hut bekommst? Ja. Also ich habe jobmäßig, bin ich ja eigentlich gelernte Physiotherapeutin. Genau. Und ich war auch mal selbstständig. Das hieß, da war bei mir wirklich, das hat dann halt echt nicht mit irgendeiner Liebe zu tun, sondern mit Disziplin. Weil ich kenne das auch, ich bin morgens dann aufgestanden um 5 Uhr und habe halt mein Cardio gemacht und mein Rad und so, habe vorgekocht, weil ich halt in der Praxis war von 7.30 Uhr bis 21 Uhr. Und ich musste danach auch noch in mein Training. Das hieß, da war wirklich alles straff getaktet. Umso dankbarer bin ich jetzt für die aktuelle Lage, weil jetzt aktuell bin ich, ich habe einen Sponsor, HPN, und auch da bin ich halt Angestellte. Und das heißt, ich bin da in dem Bereich, Sami habt ihr jetzt vorhin kennengelernt, er ist da schon länger, da bin ich so ein bisschen Sekretärin, aber auch so in dem kreativen Part, das heißt so Content Creator, ein bisschen in den Sachen. Und ich kann mir das freier gestalten. Also ich habe trotzdem meine Arbeit, meine Arbeitsstunden, man will auch Ergebnisse, ist natürlich, man lässt niemanden umsonst arbeiten. Aber es ist halt schön, weil das Menschen sind, die auch die Passion haben, weil es ist ja auch eine Supplement-Firma, die wissen, um was es geht. Und die wissen aber auch, dass wenn die Leute ihre Passion machen können und so umsetzen können, dann geben die noch mehr Vollgas in dem beruflichen Part. Ja. Und das genieße ich gerade. Also ich kann mir das schon ein bisschen gerade so ein bisschen flexibler gestalten wie früher, das auf jeden Fall. Du hast richtig eine Leidenschaft auch zu deinem Beruf gemacht dadurch, oder nicht? Also wenn man jetzt vom Bodybuilding spricht und diesem ganzen Kreativen, jetzt ja. Ja. Aber davor dachte ich immer, ich war ja Physiotherapeutin und wollte da natürlich dann die Leidenschaft. Das war so Physio, mein Dasein und dachte, geil, ich mache eine eigene Praxis, das wird richtig gut. Und das war voll der Griff ins Klo. Das hat mir gar nicht Spaß gemacht. Weil du hast ja auch sehr viele Etappen gehabt, um überhaupt dahin zu kommen, wo du heute bist. Was würdest du sagen, was war das, was dich gebracht hat, deine Motivation, um das überhaupt durchzustehen? Weil normalerweise ist es oftmals so, dass die Leute es bis zu einem gewissen Punkt geschaffen und danach aufgeben. Was hast du gemacht, was war dein Rezept, dass du deine Motivation nie verloren hast? Das kommt jetzt immer so ein bisschen doof rüber, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist immer noch Schmerz, was mich antreibt. Das hört sich jetzt traurig an, aber das ist halt einfach so, dass ich ins Training gehe, weil es halt für mich auch teilweise Therapie ist. Also es ist gute Therapie. Tanzen ist auch noch so meine Passion, aber ich komme nicht mehr dazu. Hip-Hop hast du gesagt. Wie will? Hip-Hop hast du gesagt. Genau, Hip-Hop und Streetdance habe ich früher gemacht, auch auf Meisterschaften, Informationen. Und jetzt ist so bei mir, ich habe halt einen krassen emotionalen Schmerz durchlebt und immer noch mit dem Tod mit meinem Verlobten letzten Jahr im März. Mann. Danke. Und bei mir ist halt so, dass ich dann manchmal im Training bin, er war auch Wettkampfathlet und ich dann für ihn dann trotzdem so mittrainieren will, auch den Weg auf die Bühne wollte ich für ihn machen. Gehe ich jetzt wieder an, weil ich bin ja jetzt gerade in Vorbereitung und da kommt manchmal diese starken Emotionen halt in mir vor.
wo ich dann so noch so selbstzerstörerisch handle, was total bescheuert ist eigentlich. Ja. Weil eigentlich sollte dich eine Liebe zu einer Leidenschaft so antreiben. Bei mir ist aber jetzt noch so, dass ich probiere, mich selber zu therapieren, indem ich halt so ein bisschen selbstzerstörerisch handle. Und davon gehe ich aber immer weiter weg, weil dieses Selbstzerstörerische, das macht dich auf lange Sicht kaputt natürlich. Ja, immer dieses Übertriebene. Okay, ich gebe noch mehr. Das war nicht gut genug. Was ist Leben? So 1000 Fragen im Kopf. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt einen Coach wieder an meiner Seite habe, der mich nicht nur physisch, sondern auch psychisch da begleitet. Weil ich bin auch in Therapie, da rede ich auch offen drüber, um das Ganze ein bisschen gesünder zu handhaben. Ja. Früher war es natürlich an den Anfangszeiten Interesse, Neugier. Ich hatte selber in einem Podcast letztens, was treibt dich an, Bodybuilding zu machen? Und ich war dann ein bisschen entsetzt, weil von vielen kam dieses Feedback, ja, mir hat es optisch gefallen. Und ich war eine der wenigen, wo ich sagen muss, so, bei mir ist erst so eine psychische Komponente, dass ich überhaupt mit dem Sport angefangen habe. Ja. Ich bin mir sicher... Entschuldigung. Alles gut. Dein Mikrofon wieder ein bisschen nach oben machen. Ja, mach ruhig. So. Das hat mich gerade ein bisschen gerührt. Alles gut, dieses, ja. Das... Kannst du ruhig... Ja. Ja, ich hab auch mal so eine Situation gehabt. Mein bester Freund ist auch gestorben. Er ist vor mir erschossen worden, deswegen. Boah, krass, ja. Ich fühle das, was du sagst, ein bisschen. Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, er ist mit Sicherheit stolz auf dich. Du bist eine coole Persönlichkeit. Dankeschön, ja. Und ein Charakter für sich selbst. Und ich hoffe, dieses Princess of Power genau. Wird das alles beflügeln. Ja. Du wirst das auf jeden Fall rocken. Das war für mich so vom Motiv her. Ich wollte eher so erst habe ich mir überlegt, soll ich so was Witziges, Humorvolles machen, weil es ist ein großer Teil von mir, dass ich so einen Humor habe. Und wollte Kirby. Mhm. Kennst du das Gameboy-Spiel? Ja, ich bin halt so Raupe Nimmersatt. Ja. Und dann dachte ich kann halt essen, ich habe kein Sättigungsgefühl, das ist brutal. Ja. und dann dachte ich so, nee, der Arm ist eh so, das ist das Tattoo für meinen Verlobten hier auch. Und jetzt ist halt so ein neuer Lebensabschnitt, wo alles aber trotzdem wunderschön ist, trotzdem mit diesem krassen Schmerz in mir. Aber deswegen fand ich das Motiv halt sehr passend. Also würdest du sagen, das ist auch der Grund, was dich so motiviert, jeden Tag auch weiterzumachen? Ja, genau. Ja. Ja, okay. Und aufgeben wird so einfach. Ja. Und ich sage auch immer so, jeder hat seinen eigenen Glaube. Aber ich sage, die Momente, die ich jetzt auffange durch meine Augen, die will ich ihm halt irgendwann mal eines Tages halt zeigen. Ja. Und wenn du mal so ein Motivationsloch hast, so, ja. Was hast du noch so für Dinge, die dich noch motivieren, wo du sagst, das ist auch noch, das gehört mit zu den Sachen, wo ich sage, das motiviert mich einfach weiterzumachen. Also bei mir ist ganz viel, was mir hilft, ist Musik natürlich, zum mich selber motivieren. Ja, ja. Manchmal ist es aber auch so, dass man gerade aus den Emotionen, wo man hat, dann auch noch die Musik wählt. Ja. Kennst vielleicht selber, wenn man traurig ist, dann wählt man statt motivierend auf einmal traurige Musik, total bescheuert eigentlich. Und da probiere ich dann halt selber mich zu erwischen, okay, hey, das hilft dir gerade nicht, mach was Motivierendes an. Mhm. Natürlich habe ich auch meine Vorbilder, die mich antreiben, wo mich dann pushen. Aber ich mache halt auch ganz viel so Therapie mit mir selber in dem Moment, dass ich sage, okay, wie tue ich Routinen strukturieren, weil wir sind Gewohnheitstiere. Ja. Und wenn was zur Gewohnheit wird, dann machst du das einfach. Ja. Also dann hast du gar nicht so arg Motivationslöcher oder so, dass du es mal nicht machst. Ja. Aber fällt dir das generell alles schwierig, wenn du so sagst, dass du auch noch zur Therapie gehst und auch noch so viele andere Dinge hast, dass du manchmal denkst, dass das dir zu viel ist, oder sagst du, so wie es gerade läuft, ist Bombe? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin ziemlich schnell mit Kleinigkeiten überfordert tatsächlich. Therapie tut mir ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich in Therapie sitze, man arbeitet ja auch Dinge auf, dann ist meistens bei mir so, dass ich danach richtig kaputt bin, wie in einem harten, also wie als würde ich aus dem Training rauskommen. Ja. Weil Sprechen und Nachdenken von vergangenen Sachen ist genauso intensiv wie jedes Training. Physisch und psychisch. Genau. Und das vergessen viele, weil im Sport und gerade im Leben ist so viel der Kopf das Problem. Ja. Die Gedanken, wo man hat, weil die Gedanken, die wir uns halt setzen im Kopf, die leiten uns auch. Genau. Der Körper macht mit meistens. Genau. Ja. Und das ist auch mit diesem Motivationsloch, wenn du halt mal keine Lust hast, dann solltest du deine Gedanken halt fassen. Wie denkst du gerade? Ja. Und kann ich die ändern, die Gedanken? Ja? Genau. Und ich bin auch ein Mensch, ich bin wahnsinnig schnell überfordert. Ja? Und mir ist die Zeit eigentlich, in der wir uns befinden, auch viel zu schnelllebig geworden. Also weil für einen Mensch ist es normal geworden, Dinge, deswegen finde ich das Format auch so interessant, so viele Dinge gleichzeitig zu tun. Ja. Ja? Das wird für uns als Norm gehandhabt. So, es ist normal, zum Beispiel, hey, es ist normal, Auto zu fahren. Ich konnte eine Zeit lang, die Leute glauben mir immer noch nicht, dass ich einen Führerschein habe. Ich habe einen, gell? Ich konnte eine Zeit lang tatsächlich kein Auto mehr fahren, weil ich überfordert war, weil ich Panikattacken gekriegt habe, weil ich dachte, krass, wir machen das alles immer unterbewusst. Und ich konnte dann nicht mehr filtern, was ist jetzt gerade Priorität. Ja. Der Fahrradfahrer, der Fußgänger, die Ampel, das Kfz. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, was ein Körper und der Geist täglich halt leisten muss. Ja? Ja, allein wenn du dich bewegst, diese leichten Bewegungen, die man macht, was alles passiert im Körper, dass du sagen musst, mach diese Handbewegung. Genau.
Und das durchgehend. Genau, und das finde ich auch so, wie du es schon sagst, das war nämlich der erste Gedanke, den ich hatte, warum ich Physiotherapeutin geworden bin. Ja. Weil ich saß da am Tisch und habe so nach dem Glas gegriffen und dachte, hä, wie cool ist das? Ja. Ich denke daran und mein Arm setzt es um. Und zum einen, viele Menschen, es tut mir leid, man kann mich hier auch in Kommentare haten, ist okay, die denken gar nicht so viel. Ja. Die denken dir darüber nicht nach, die haben nicht so viele Gedanken, ja. Mhm. Und ich habe das aber schon immer. Ich zerbreche mir wahnsinnig oft den Kopf über Nichtigkeit oder Kleinigkeit, bin aber auch dankbar dafür, dass ich so bin, weil dadurch habe ich gelernt, halt auch dankbar zu sein für das, was eigentlich alltäglich ist und Sachen zu schätzen, wie halt eine Sonne und am Abend der Mond oder die Sterne, weil viele vergessen das, was wir halt haben. Ja? Ich wollte noch einmal ganz kurz zurückgehen auf das mit der Therapie, weil das interessiert mich. Wie war das eigentlich bei dir? Warst du erst beim ersten und der hat dir gefallen und dann konntest du bei dem bleiben? Weil ich kenne das oftmals so, dass Leute und die sagen, vor dieser Person kann ich mich gar nicht offenlegen. Ja, also da muss man schon einen Glücksgriff haben, dass man einen Therapeuten findet, wo das so matcht. Ja? Ja. Ich war schon, bevor das mit meinem Verlobten passiert ist, wollte ich in Therapie. Weil wo ich selbstständig war, habe ich mich übernommen und hatte einen Burnout. Okay. Also ich konnte nicht Nein sagen. Ich kann mich mit dem Gesundheitswesen in Deutschland absolut nicht anfreunden. Diese 20, 30 Minuten Patienten abarbeiten, das erfüllt mich nicht. Und ich habe dann zu jedem Patienten Ja gesagt. Ja, komm noch in Therapie, zu mir in Therapie. Und bin als Physiotherapeutin irgendwann umgekippt. Und wollte dann eine Therapeutin finden wegen Burnout. War dann bei einer Frau und es hat gar nicht funktioniert. Ja. Also wir haben geredet und es hat gar nicht geklappt. Wenn sie es nicht schafft, dass du geheilt wirst, dann heißt das schon meistens so, irgendwas ist da falsch. Es hat man auch schon von... Das hat auch teilweise nichts mit der Kompetenz von der Person zu tun, sondern einfach nur, es matcht nicht. Ja. Man redet miteinander und die Herzen sind nicht beieinander. Genau. Man muss sich vorstellen, auf der anderen Seite ist ja eine Person, das ist ja für sie ein Job. Das ist jetzt nicht so, dass sie sagt, ich will jedem Menschen teilweise helfen, das ist für die meistens nur Geld verdienen. Ja. Und wenn du das spürst bei einer Person, dass sie nur an dir Geld verdienen möchte, wie kannst du dein Herz offen schenken? Und das ist auch schwierig. Also für mich war es tatsächlich, wie du sagst, erstmal schwer, jemanden zu finden. Ich habe dann auch wegen dem Burnout mich dann selber so ein bisschen mit mir beschäftigt, habe angefangen so mit Sachen mit Meditation, mit Zeit für mich selber zu nehmen, wo ich am Anfang früher Leute sogar ausgelacht habe, weil ich früher immer gedacht habe, so, ja, okay, wow, Meditation und so. Eigentlich hilft es. Das hilft. Oder auch gerade Natur, was die Natur zurückgibt. Ich bin auf dem Land groß geworden, ich weiß es, aber ich habe Leute verurteilt, die gesagt haben, ich gehe in den Wald, setze mich neben den Baum, das tut mir gut, aber es erdet dich, es ist halt einfach so. Ja, weil wir sind heutzutage nur im Gebäude, nur im Kfz und wir gehen kaum noch nach draußen, Und wo das dann passiert ist mit meinem Verlobten, da hatte ich einen Glücksgriff mit meinem Therapeuten. Bei dem bin ich immer noch. Der liebt selber auch Sportler, Bodybuilder. Geil. Weil das ist halt so, die meisten Therapeuten, wenn du halt dann hingehst und die sagen so, ach, sie machen Bodybuilding, das ist krankhaft, sie müssen das ablegen. Ja. Und das ist das Schlimmste. Ich sage auch nicht zu einem Sänger, hör auf zu singen. Und mein Therapeut liebt den Sport selber. Und deswegen bin ich umso dankbarer, weil es war echt eine richtige akute Phase. Also es war schon verbunden mit Suizidgedanken bei mir. Soweit war es bei mir. Okay, krass. Ja. Freut mich, dass du jetzt eine andere Richtung gehst und jetzt so eine positive Einstellung auch hast. Ja. Und ich feiere das an dir auf jeden Fall. Ich bin aber auch mega dankbar. Wir hatten es vorher schon. Also ich schätze es wahnsinnig auch, dass ihr heute da seid und was ihr aufgerüstet habt. Das ist ja auch mit einer Passion verbunden. Also wirklich, Chapeau vor allen, auch die, wo ihr jetzt nicht sehen könnt. Hinter der Kamera stehen auch Leute. Ich zieh den Hut. Richtig gut. Danke. Und auch hier an dich, gell? Chapeau. Gehen wir mal ein bisschen auf deine Blutwerte ein. Mich interessiert mal, findest du, seitdem du, also testest du teilweise deine Blutwerte, seitdem du beim Bodybuilding bist und merkst du schon so den Unterschied, wie es vorher war und wie es jetzt ist? Allgemein jetzt nur von den Blutwerten. Wie die sich verändert haben generell. Also von den Blutwerten allgemein, Viele, für die mit dem Bodybuilding anfangen und es auch intensiver machen, wissen teilweise nicht, was auch im Körper passieren kann. Die gucken nur, was außerhalb ist, aber nicht, was innerhalb passiert. Ja, und das Ding ist, dass da viele halt blauäugig und naiv sind. Das ist halt leider wirklich so. Die denken immer so, ja, sehe ich ja nicht. Oder ich gehe nicht zum Arzt, da muss ich mich nicht mit beschäftigen, dann wird das schon alles funktionieren. Oder die gehen meistens zum Arzt erst, wenn es zu spät ist. Bei mir ist das so, dass, ich habe ja schon gesagt, leider handle ich ein bisschen noch selbstzerstörerisch. Deswegen bin ich auch froh, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die sagen, hey, guck mal darauf und mit Gesundheit. Ja. Das ist bei vielen in dem Sport, die würden dann quasi über gesundheitliche Einbußen gehen, sowas. Ist mir egal, Hauptsache ich sehe gut aus. Mhm. Ich habe es aber echt so gehandhabt, dass wenn ich eine Saison gestartet habe, also in Diät bin, habe ich ein Blutbild machen lassen, um zu gucken, ob alles okay ist. Ja. Und dann nach der Prep, also wenn ich aus der Wettkampfvorbereitung zurückkam,
in der Offseason, ob alles sich wieder eingependelt hat. Weil, mal den Unterschied angeschaut. Genau, also wie jetzt genau die Werte sind, kann ich nicht sagen, weil da hatte ich immer einen Coach zu, weil in meiner Physio-Ausbildung habe ich Blutbild gar nicht gehabt. Das gebe ich auch schon im medizinischen Bereich. Genau, weil das gebe ich dann gerne ab, weil wir lernen natürlich alles über den Körper, aber nichts über Medikamente und Blutbilder. Das habe ich immer abgegeben, weil ich mich da nicht so auskenne. Aber auch nie mit dem Arzt kommuniziert. Ich habe es immer ärztlich abnehmen lassen. Aber die Ärzte sind halt auch so, solange es noch im Normbereich ist, ist alles okay. Ja, da sollte man eher, wenn überhaupt, zum Sportwissen, genau. Sportmediziner gehen. Genau. Also ja, das ist so ein Tipp, den ich auch immer bekommen habe und auch so weitergeben würde. Ja. Nicht zum Facharzt, nicht zu einem, wer ist es, Allgemeinarzt gehen. Der kann natürlich Blut abnehmen, aber Sportmediziner, so immer Test machen, Werte nehmen, Sportmediziner angucken lassen. Ja, so das ist auch ganz wichtig, weil wenn man auch so ehrlich ist, das musste ich auch erst lernen, nur ein gut funktionierender Körper, auch von innen, kann ja mega gut aussehen auf der Bühne. Ja. Weil wenn es dir innen beschissen geht, dann kannst du von deinem Körper nicht 100% verlangen. Ja. Oder hier, ich habe 111% tätowiert mal hier. Und das ist das halt, wo ich sagen muss, so, man muss anfangen, vernünftig zu werden. Ja. Auch in dem Sport. Die Leute haben halt heutzutage keine Geduld mehr teilweise. Ja. Was würdest du sagen, was so die größte Überraschung war von deinem Blutwerten? Also entweder im positiven oder im negativen Sinne? Also es ist jetzt nichts Verkaufsmäßiges. Es ist echt so, seit ich jetzt halt bei dem Sponsor bei HPN bin, geht es mir so gut wie noch nie. Weil ich war davor auch bei anderen Sponsoren, hatte da aber ein kleines Budget. Davon habe ich mir mein Eiweiß geholt und so. Und jetzt bei HPN merke ich halt, da steckt ja, die meisten kennen ihn da draußen, Alex dahinter. Und für ihn ist Passion die Herstellung von Supplements. Mhm. Also der hat the brain für irgendwelche geilen Zusammensetzungen. Und es ist wirklich so, dass wenn du klar jetzt keine Naturalathletin bist und Orals nimmst, also irgendwie oral dann was zufügst, dass das halt über teilweise die Leber verstoffwechselt wird, ja, oder bei den Bodybuilder auch halt natürlich, und dass deine Leberwerte nicht mehr die besten sind. Ja. Und da haben wir halt Produkte wie zum Beispiel Liver Complex, das nimmst du und da hat sich das krass verbessert, ja. Darauf wollte ich auch eingehen. Ja. So, welche Supplements nutzt du und wieso? Also früher? Regelmäßig. Bis zur letzten Saison war es noch so, man hat mich hinter der Bühne gefragt, hey, was nimmst du alles? Und ich so, mein Whey und meine ERAs. Punkt. Und alle so, ja, Omega-3, Vitamin D, K2. Und ich so, ja, ich weiß, aber bringt ja nichts. A, weil ich halt finanziell nicht so gut aufgerüstet war. Und da muss man halt leider sagen, irgendwo musst du dann halt abziehen können. Ja. Und ich wollte den Sport trotzdem betreiben, ist einfach so. Dann nimmt man das, was die größten Auswirkungen ja, hat. Ja, genau. Einfach. Ich habe halt das genommen, was ich in dem Moment für mich am nutzvollsten fand. Ja. So. Ob das jetzt intelligent war, sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin auch nicht perfekt. An Supplements jetzt habe ich eine richtig krasse Supplement-Routine. Also ich stehe jeden Morgen auf, ich habe halt Probleme mit Wasserhaushalt. Ich habe auch Slip-Lymphödem, weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine Erkrankung. Lymphdrüsen ist okay. Das? Ja, ich habe so... durch die Pille, wo ich eingenommen habe, habe ich eine Fettzellenmutation und Wucherung an den Beinen. Okay. Das kann richtig ausarten, wie so Stadium 3 sieht aus wie so Elefantitis, die wo so richtig sammelt sich dann bei dem Wasser an oder wie ist das? Fettzellen und dadurch die Lymphe nicht so gut und auch Wasser. Das haben heutzutage viele Frauen gerade wegen Schwangerschaft oder der Pille. Und da habe ich zum Beispiel jetzt morgens Kidney Flush, nennt sich das bei uns. Das nehme ich, damit der Wasserhaushalt besser reguliert wird. Okay. Ja? Dann halt auch Sachen fürs Herz, für die Herzleistung haben wir Sachen wie Hörtfeld und sowas. Multicore, die ganz normalen Mineralstoffe. Also, dass ich echt eine Rundumversorgung mal habe, was der Körper natürlich auf dem Leistungsniveau auch benötigt. Ja. Ja, aber ich habe jetzt 11 Jahre gebraucht, um es einzusehen. Ja? Und dass es auch was bringt. Ja, ist aber krass, man muss seine eigenen Erfahrungen machen, um wirklich dann... Man muss auch mal auf die Schnauze fallen, um zu sehen, dass es doof man ist. Man braucht es, no pain, no gain. Ja, ist echt so. Genau. Ja. Aber deswegen mache ich das auch gerne, dass ich kommuniziere oder auch so ein Talk jetzt wie mit dir über den Sport. Ich habe aus meinen Fehlern halt gelernt, weil ich auch manchmal auf die Fresse geflogen bin. Aber bei mir gab es auch Menschen, die halt gesagt haben, mach es anders. Aber wenn wir da draußen nur halt, wenn es nur 3 Leute zum Beispiel sind, die sich das angucken und sagen, okay, ich gehe jetzt mal zum Arzt und lass mal meine Blutwerte checken, und handeln dadurch vernünftiger, dann haben wir schon was gewonnen dadurch. Ja. Wie würdest du sagen, wie deine Gesundheit sich beeinflusst hat über die Supplements, die du nimmst? Hast du da schon, was ist so die größte Auswirkung? Du merkst, bist du leistungsfähiger oder merkst, dass du weniger Bewegung hast? Ich regeneriere besser, weil bevor ich jetzt umgezogen bin nach Hamburg, hatte ich krasse Schlafprobleme. Also gerade wegen der Psyche. Ich konnte erst, nachdem das passiert ist mit der Trauer, konnte ich gut schlafen, weil ich meinen Verlobten im Traum noch gesehen habe. So. Und dann irgendwann ist das so in die andere Schiene gegangen, dass ich gar nicht mehr schlafen konnte. Ja? Und dann habe ich mir echt, ich habe schon Schlafstörungen seit 2018 tatsächlich, immer wieder. Und ganz heftig ist es geworden mit dem Tod mit meinem Verlobten. Ne? Und dann für den Sport ging halt auch gar nichts mehr. Weil wenn du nicht schläfst, wie willst du regenerieren, wie willst du deine Leistungen herbringen? Und dann habe ich Wettkämpfe gemacht, auch die Süddeutsche damals. Da war der Alex, also da wo ich jetzt bin, HPN, die waren Hauptsponsoren von dem Wettkampf.
Und dann hatte ich einen Gutschein und habe bei Danny, das heißt REM, habe ich bestellt. Das ist halt ein Schlafsupplement. Und mir hat nichts geholfen. Zopiclon, das kriegt man sogar verordnet vom Arzt, hat mir nicht geholfen. Mhm. Mir hat Melatonin nicht geholfen. Vor allem, weil Melatonin auch nur kurzfristig hilft, wenn es überhaupt ja, hilft. Ja. Und ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe die Schlafmedikamente vom Arzt, die haben ja trotzdem eine Wirkung. Ich bin gelaufen wie ein Roboter, aber ich konnte nicht schlafen. Krass. Also es hat mich verrückt gemacht. Ich war schon echt richtig am Ende. Und dann habe ich REM probiert. Das war das erste Mal seit langem. Ich habe nicht 10 Stunden geschlafen, aber ich konnte mal 5 Stunden durchschlafen. Und dann habe ich einen krassen Unterschied gemerkt, dass mein Schlaf und meine Regeneration viel besser jetzt geworden ist wieder. Mhm. Und meine Haut. Das Hautbild? Meine Haut. Meine Haut war katastrophisch und seit ich 14 bin, ich habe richtig krasse Akne gehabt. Und ich war bei Hautärzten, du kannst dir nicht vorstellen, bei so vielen Hautärzten. Ich habe Antibiotika gekriegt, ich habe alles Mögliche, damals die Pille, wo mir das andere Krankheitsbild gegeben hat. Ich habe alles ausprobiert und dann habe ich von Ayuna, nennt es sich, das nennt sich Clear and Shine, das nehme ich gerade an. Seitdem, ich habe immer noch so ein bisschen so kriselige Haut, aber ich habe keine so richtige Akne mehr. Und da bin ich so dankbar, weil Hautprobleme machen einen auch echt irgendwann mal dumm. Hey, das nervt. Das nervt einfach. Ja, weil du kannst nicht so spontan sein. Du denkst immer, was denken die anderen? Weil du fühlst dich selber unwohl. Genau. Ja. Gibt es eigentlich irgendwelche speziellen Supplements, die du so Leuten empfehlen würdest zu nehmen? Also auch auf der Amateurszene würde ich sagen, die nur so als Hobby machen. Oder vielleicht auch bei Leuten, die so ein bisschen ernster eingehen wollen. Ja, ja. Also klar, jetzt ich selber nehme es jetzt gerade noch nicht, ist Vitamin D. Ich glaube, das ist auch ein Ausschlaggebendes, weil viele ja auch sich gerade sagen, oh, ich fühle mich so depressiv. Gerade so. Hier in Deutschland, wo wenig Sonne scheint. Ja, und das ist wichtig. Aber bei Vitamin D ist das Ding, das sollte man immer beim Arzt abklären lassen. Man sollte seine Werte holen. Genau, dass du genau weißt, wie viel halt genau. Auch. Aber ich würde es eh immer mit Blutbild einander hergehen. Ich hatte es jetzt mit meinem Dad, der hat auch von uns Produkte genommen. Die haben ihm dann kurz geholfen, dann war es wieder nicht so gut. Dann habe ich auch gesagt, du, ich kann dir nicht helfen, lass mal bitte dein Blut abnehmen, damit wir sehen, an was es wirklich liegt. Ja? Aber sonst würde ich jedem empfehlen, klar, bevor man supplementiert, soll man sich Gedanken machen über normale Sachen wie ernähre ich mich, gehe ich raus an die frische Luft. Weil es bringt natürlich auch nichts, wenn du den ganzen Tag in der Bude sitzt und guckst Fernseher und isst halt Scheiße, also nur Scheiße und merkst, dir geht schlecht. Ja. Und haust dir dann Omega-3 rein, Vitamin D und hoffst, dass das jetzt alles heilt, dann ist das der falsche Ansatz. Ja. Ja. Es soll, wie schon der Name sagt, Supplement, es soll nur unterstützen. Genau, unterstützen. Es soll unterstützen, aber es gibt essentielle Dinge, wie du schon sagst, Ernährung, Schlaf, Bewegung. Ja. So, das muss gegeben sein, sonst klappt das ja alles nicht. Genau, und das ist das immer, wo ich sag, die Leute gehen manchmal mit dem falschen Ansatz her. Die denken so, also so Symptombehandlung, keine Ursachenforschung. Weißt du, was ich meine? So wie ich es auch gemacht habe. Ja. Okay, ich mache was anderes, aber ich will mich mit dem Hauptthema eigentlich gar nicht beschäftigen. Ja. Deswegen würde ich sagen, klar gibt es viele Supplemente, jetzt gerade bei den Frauen, sag ja so Kidneyflush, weil viele haben echt Probleme im Wasserhaushalt, gerade die Mädels. Oder Multicore, dass du halt echt so Basics mit drin hast und Omega-3. Aber ich würde es A, immer individuell trotzdem gestalten. B, würde ich mir immer jemanden suchen, einen Coach, der Ahnung davon hat, ja, weil es ist so breit gefächert und Supplement ist echt ein Thema für sich. Ja. Also ich würde mich jetzt auch nicht als Supplement-Profi, weil ich es jetzt erst angefangen habe, mit Titeln oder so, und dann wirklich sagen zu den Leuten, beschäftige dich erstmal mit deiner alltäglichen Routine, ob da was nicht passt. Weil es ist trotzdem, wie man sagen, ein Kostenfaktor. Und manchmal ist es halt auch ganz einfach, der Punkt, wo es nicht klappt. Wir haben einen sehr guten Punkt angesprochen, die Ernährung. Mich würde interessieren, wie sieht so ein typischer Tiffy-Tag aus? Tiffy-Tag aus. Oh, Also, was geht so in die Lunte rein? Also, pass auf, ich bin ja ehrlich, gell? Ja. Ich habe ja jetzt wieder jemanden, so, der die Hand über mich hält, ein bisschen mit dem Alex, der sagt ja, wie der Hase läuft. Davor, die einen oder anderen, die kennen mich jetzt vom Social Media. Ich bin dafür bekannt, dass ich ein bisschen die Chaos-Queen bin in dem ganzen Sport. Ich nehme kein Blatt vom Mund und ich bin halt so, ich mache den Sport, aber ich mache ihn auch irgendwie nicht. Weil ich mache den so falsch, dass man, falscher kann man ihn, glaube ich, gar nicht, könnte man gar nicht machen. Und zwar, ich habe in der Offseason immer gegessen, was reingeht. War mir auch total egal, was. Also klar, dass ich auf mein Protein komme, ist ja klar. Aber ich hatte in meiner letzten Offseason 6.000 bis 8.000 Kalorien am Tag. Manchmal auch 10.000 bis 12.000, das als Frau. Und ich habe halt kein Sättigungsgefühl und habe halt einfach nur gegessen. Ohne Mahlzeiten-Timing, ohne Abwiegen. Und in der Prep war es dann so bei mir, dass ich nur Hühnchen gegessen habe. Ohne Gemüse, ohne Reis, ohne Obst, keine Haferflocken. Ich habe nur Hühnchen, ungewürzt. Einmal am Tag bis 12.30 Uhr, Intervallfasten. Klingt schon hart. 2 Stunden Cardio. Und jetzt an alle da draußen, ich weiß nicht, in welche Kamera ich überhaupt gucken soll. Die.
Macht's nicht so wie ich. Es hat zwar eine Zeit lang funktioniert. Aber nur bedingt. Aber nur bedingt. Ja. Und jetzt habe ich wirklich, also wie jetzt mein aktueller Tag aussieht, ist, ich habe meine Mahlzeiten getimt. Das sind so 5 bis 6 Mahlzeiten, je nachdem, ob ich halt auch Post-Workout, also ob ich Training habe oder nicht. Sind wir so bei 2500 jetzt circa. Ich habe mein Eiweiß immer dabei in Form von Hühnchen. Ich habe mein Gemüse in Form von Wokgemüse. Morgens habe ich mal, so wie jeder, aber für mich ist jetzt so ein richtiges Highlight, Haferflocken mit Beeren. Dann mache ich mir meinen Whey so als Soße drüber und ich mache mir 2 Dinkeltoast mit 2 Eier, dass ich auch Fette habe. Weil gerade als Frau ist es wahnsinnig wichtig, dass man Fette hat für einen Hormonhaushalt. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich geht es mir besser und ich habe mehr Leistung im Training wie davor. Okay. Ja. Und Meal preppst du eigentlich? Und wenn ja, für wie viele Tage immer? Ich Meal prep aber immer nur für einen Tag. Mal also ich stehe morgens auf und wenn ich weiß, wir sind unterwegs, was wir oft sind, wir leben ja gefühlt im Auto, jetzt ist es besser geworden. Dann mache ich das in meine Tupperdosen, musste ich mir aber auch erst kaufen, weil du wirst lachen, ich habe mir davor meinen Huhn immer in diese Gefrierbeutel reingemacht. Nein. Ja, ich habe immer keine Tupperdosen. Wie hast du das rausgegessen? Einfach mit den Händen gegessen. Boah. Ja, aber wie so ein Neandertaler. In meiner Kultur isst man auch mit den Händen. Ja, man muss das Essen auch fühlen. Man fühlt es, ja. Dann schmeckt es besser. Also ich sag das immer, ist echt so. Ich sag immer, man muss mit den Händen, wenn man mit den Händen isst und mit Menschen isst, die man sehr lieb hat, dann schmeckt das Essen einfach am besten. Ja, weil das ist ja bei mir auch das, wo ich sage, in der Offseason will ich trotzdem auch mir nicht zu viel Struktur reinballern, weil ich habe eine Passion im Bodybuilding, aber auch eine Passion im Essen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, für mich gehört es dazu, gerade zum Thema Leben, Essen. Ich verbinde Essen mit einer guten Gesellschaft, einer guten Location. Ich liebe es auch, wie du sagst, mit den Händen. Ich tue mir wahnsinnig schwer, ich könnte, glaube gar nicht mit Messer und Gabel richtig essen, weil ich muss das halt fühlen. Und bei mir sieht man auch, ich mache ja Food-Content mittlerweile, wie die Sonne im Gesicht aufgeht, wenn ich in einen geilen Burger oder was Leckeres, vor allem, wo ich merke, die Leute haben auch darin ihre Liebe. Geil, ich liebe das, wenn die erzählen von ihrem Lokal und die kriegen so Glänzen im Augen. Finde ich super. Finde ich mega. Und gibt es eigentlich so Lebensmittel, die du so strikt vermeidest zu essen? Also ich weiß, wenn du sagst, ich bin in der Off-Season und esse eigentlich alles, aber es gibt trotzdem vielleicht etwas, wo du sagst, ich esse zwar alles, aber das geht nicht in die Lunte rein. Also ich esse eigentlich alles und alles geht in die Lunte rein. Das Problem ist nur, also ich liebe auch McDonald's. Ich liebe Junkfood, ich liebe Fastfood voll, ich liebe alles, ich liebe auch Schokolade und Süßigkeit und habe das auch echt bis vor 1,5 Jahre auch noch in der Offseason reingeballert, dass geht. Also ich war mit einem Kumpel echt so oft bei Maggis und habe mir so oft Donuts geholt und Zeugs, aber ich hatte jedes Mal Schmerzen in den Beinen, weil mit dem Krankheitsbild, was ich vorhin erzählt habe, habe ich halt Zucker gemerkt, dass es mir voll wehtut in den Beinen. Und ich war dann so ein Mensch, ich probiere mal Ziele oder auch Negatives mit irgendwas zu assoziieren, wie zum Beispiel in meiner Diät, wenn ich aufs Rad gehe morgens. Als ob es mir Spaß macht, jeden Morgen 45 Minuten Spinning zu machen. Ja. Nein, tut's nicht. Aber wenn du mit dem Gedanke dahin gehst an das Rad, boah, ich mache jetzt 45 Minuten Spinning, weil ich muss abnehmen, oder dann könnte ich mehr essen, ist der falsche Ansatz. Wenn ich dahin gehe und sage, okay, ich gehe aufs Rad, weil das geht mir danach besser und es tut mir gut. Dann machst du es auf einmal gern. Es ist ja lustigerweise auch teilweise so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du fertig bist, fühlt sich wirklich besser. Ja, es ist so. Das ist die richtige Zielsetzung. Es ist genau andersherum wie mit dem Junkfood. Das Junkfood isst und dir geht's gut und dann geht's dir nicht mehr gut nach dem Essen. Ja. Und bei dem Training ist es dann so, es geht dir währenddessen nicht gut, und aber danach, wenn du fertig bist, fühlst du dich wie der beste, glücklichste Mensch der Welt. Und das ist voll schön, wie du sagst, weil das ist der größte und ein richtig guter Tipp da an die Menschen da draußen, wenn du das mit einem anderen Ding verkoppelst. Weil wie du sagst, wenn du meinst, so Fastfood, okay, es geht mir ja da gut. Das ist die falsche Verkopplung. Wenn du weißt, boah, danach habe ich Schmerzen in den Beinen oder meine Verdauung ist am Arsch oder ich krieg schlechte Haut, dann nimmst du einen Burger auf einmal von McDonald's und denkst so, Besser nicht. Ja. Und sowas habe ich angefangen zu machen. Ich esse trotzdem schon einen Burger, aber ich gehe jetzt halt mittlerweile dann halt zu Leuten, wo ich weiß, es ist richtig qualitativ hoch, gut, oder ich mache es selber. Das muss ich sagen, das habe ich reduziert stark. Zucker in der Offseason kaum noch. Also wo wir jetzt auch on Tour waren, wir sind jetzt 2 Monate echt mit dem Auto rum in so einen Roadtrip gemacht. Auch wenn wir irgendwo im Hotel waren und es gab Frühstücksbuffet. Ich habe mir immer geholt Vollkornsemmeln oder Brot mit Lachs, Ei, körnigen Frischkäse, Obst, sowas. Ich habe nie zu Kuchen gegriffen oder zu Pancakes. Auch wenn natürlich... Du bist eher der deftige Typ also? Ich bin der deftige, aber weil ich auch wusste, es schmeckt mir, aber es tut meiner Gesundheit jetzt gerade nicht gut. Ja, vor allem mit meiner Krankheit, klar. Ja, auf jeden Fall. Wie geht's soweit? Spürst du schon etwas? An manchen Stellen ja, aber... Geht's soweit? Das machst du super. Ich finde das richtig geil. Ich hätte lieber, dass du Schmerzen hast. Ah! Warte, wir schneiden das raus. Boah, ich kann nicht mehr. Was tut die mit mir? Nein. Geil. Aber ich kann doch mir nicht das Motiv stechen lassen und dann hier mit The Princess of Power. Princess of Power und dann anfangen zu weinen. Ja, das klappt nicht. Ja.
Aber danke schön. Ja, ich habe dir ja ganz am Anfang gesagt, bei uns, bei mir als Iraner ist es ja so, wir mögen es ja nicht so mit leeren Händen zu kommen. Und ich dachte mir so, ich habe uns so ein paar Kleinigkeiten mitgenommen. Und ich weiß, dass du das ja sehr magst. Sowas wie Proteinriegel, ich wusste es. Ich habe hier, lass uns direkt, ich weiß nicht, welchen willst du haben? Ich habe jetzt so einige mitgenommen. Was hast du zur Auswahl? Dann gebe ich noch Beratung. Dann habt ihr euch wirklich gut mit mir beschäftigt. Oh, der ist gemein. Das ist einer meiner Lieblingsriegel, der Alamon. Ja, ich mag den auch. Der schmeckt wie diese Bounty. Aber nicht der normale Kokosnuss nicht, nur der mit Mandel noch dazu. Ja, genau. Und dann, ich dachte, vielleicht, wenn wir... Regie, hilf mir mal bitte. Ich bin und das, so das sage ich dir, das ist das Schlimmste immer für mich, wenn ich es nicht essen darf in der Off. Darfst du es nicht essen? In der Diät nicht, ne. Aber ich mache ja gerade immer ein... Ja, okay, dann der Old Cake ist, glaube ich, nicht gerade gut, oder? Aber ich esse sie dann bei meinem Will It Pre-Workout-Format. Ich habe die welche mitgenommen. Das ist aber sehr lieb. Die sind alle für dich? Alle. Alle sind für dich. Dankeschön. Weil ich habe von gewissen Ohren gehört, dass du Proteinriegel magst. Ich und ein kleiner Suchti bist. Ich bin ein großer Suchti. Ich bin ein sehr großer Suchti. Ich habe schon mal mit Mike und mit Chris ein Video gedreht. Da haben wir sich Hose für ihn gesucht. Und ich war dann einfach mal kurz weg. Und ich war im DM und habe mir halt, da gibt es so einen Sportnest-Suchriegel. Ja. Und ich habe mich für 80 Euro die Tüte vollgeballert. Und ich saß in diesem Kaufcenter da und habe für 80 Euro Riegel inhaliert. Alle auf einmal gegessen. Wie viele Kalorien? Boah, keine Ahnung, das habe ich gar nicht getrackt. Aber einer hat ja so roundabout 163, wenn es ein kleiner ist, bis 200. Kannst du hochrechnen, 80 Euro Warenwert, boah. Die kosten, glaube ich, pro Stück 1 Euro ein bisschen, oder? Mhm. Ja. Dann boah. 80 Stück. Jetzt hast du angefangen, ich bin raus. Okay, warte. 5 Stück. Hat jemand schon mal gesagt, dass 10.000. Du wunderschön lange Wimpern hast, wenn du so nach oben guckst? Ja, da gibt es auch eine lustige Story dazu. Die haben immer bei mir gesagt, ich habe sehr schöne Wimpern und alle freuen sich, wenn die solche... Aber das sagen halt nur die Frauen zu mir. Yeah. Und als ich noch ein kleiner Junge war, hat mich das richtig gekränkt. Weil ich dachte, wie du, eine Frau will so sein wie ich. Und das hat mich gekränkt. Auch Männer dürfen schöne Wimpern haben. Und dann habe ich mir als kleines Kind mit den Scheren die Wimpern sogar... Ach, die sogar jetzt noch kürzer. Weißt du, was ich immer gemacht habe als Kind? Ich habe an der Playstation, kennst du Tekken? Ja, klar. Und da gibt's doch den Chin, heißt der. Ja, ja. Und der hatte doch so hochgegelte Augenbrauen. Okay. Dann habe ich immer G genommen als Kind und habe mir die Augenbrauen hochgegelt, weil ich das so cool fand. Ja. Gut, dass sie nicht kaputt gegangen sind dabei. Nee, ist ausgefallen. Wir machen das immer bei uns so, nach roundabout die Hälfte der Zeit machen wir immer so einen Frage-Quiz. Das sind nur 10 knackige Fragen, die wir immer stellen. Okay. Und die erste Frage ist, was fällt dir in der Wettkampfvorbereitung am schwersten? Boah, das ist eine gute. Am schwersten? Mhm. Wahrscheinlich irgendwann mal mich zu artikulieren. Also bisher war es wirklich so, wenn ich das auf eigenes Ding gemacht habe, ich bin wortwörtlich dumm geworden. Weil wenn du keine Kohlenhydrate deinem Körper gibst, dein Hirn braucht Kohlenhydrate, dann wirst du wirklich dumm. Ich war so wirklich so richtig träge. Ich habe noch Stories gemacht, wo ich so, glaube ich, keine Ahnung, für 5 Minuten Fußweg habe ich auf einmal eine halbe Stunde gebraucht. Ja. Mhm. Aber was mir am schwersten fällt, ist, launisch bin ich auch nicht direkt. Ja, ich bin halt, diese Empathie. Empathie? Ja, gegenüber dem Umfeld, weil ich bei meinen bisherigen Diäten halt so krass unten war, dass wenn jemand anders mit mir eine Kommunikation, was ich wahnsinnig gern eigentlich tue und auch helfen und Ratschläge geben, dann für mich so nichtig war und gar keine Empathie hatte, weil es von mir in dem Moment nicht als wichtig erachtet wurde, was nicht gut ist, kein guter Charakterpunkt in der Prep. So, ja. Interessant. Ja. Und was ist so deine Motivation, wenn du keine Lust hast auf deinen Workout? Da ist bei mir eher das Problem andersrum. Ich habe immer, es ist keine Lüge, ich habe immer Lust auf meinen Workout. Ich habe voll das Problem, eine Regeneration zu machen. Da arbeiten wir gerade dran. Also ich muss in meinen Kopf reinkriegen, weil ich wurde so, mein erster Coach war wie so in, oder ist so sehr harte Schule und alte Schule. Und der hat mich gut erzogen in dem Sport. Und irgendwann ist das bei mir selber ausgeartet, weil ich immer mehr gefordert habe von mir selber, dass ich wie so ein Soldat bin da so. Also jetzt nicht übertrieben muss, so bei mir ist wirklich so, dass ich mir wahnsinnig schwer tue mit Regeneration. Weißt du? Und ich muss es in mein Hirn reinkriegen, dass es besser ist, zu regenerieren für meinen Körper, dass ich auch besser dastehen würde, wie wenn ich jedes Mal ins Training renne. Aber mein Umfeld ist Gott sei Dank so, wir haben andere
Baustellen erstmal bearbeitet und gesagt, okay, das Training lassen wir dir noch, sonst dreht sie uns durch. Mhm. Aber ich weiß, früher oder später wird der Punkt auch kommen, wo ich einzig zeigen muss und sagen muss, okay, Regeneration ist auch mal fein. Ja? Jetzt einmal in die Kamera sagen, dass du irgendwann Einsicht zeigen wirst. Ich zeige irgendwann mal Einsicht, aber meine 80 Euro Proteinriegel werde ich immer essen in der Offseason. Grüße gehen raus. Wir lassen das Statement mal so stehen. Ja, aber es ist auch ganz wichtig, egal ob jetzt im Sport oder allgemein im Leben, auch mal was annehmen. Ja. Also von anderen Menschen. Stimmt, ja. Stimmt. Welche Musik hörst du beim Training? Momentan Hardtech. Hardtech? Also so Techno und sowas. Gerne. Aber ich liebe auch Metal. Ja. Aber es ist immer so phasenweise, weil mein Cousin, der hat halt eine eigene Band. Deswegen habe ich da auch, war ich voll früh in der Metal-Richtung. Oh, riecht gut. Ich dachte, du sagst jetzt, es brennt. Ach so, das brennt. Ja, besser. Ja, aber ein bisschen merkt man schon. Aber irgendwie ist es angenehm. Wenigstens. Wenn du da so drüber streichelst, kannst du es öfters machen. Das schon. Nein. Wo waren wir? Sorry. Du hast erzählt, dass dein Cousin... Genau, Metal. Ja. Und deswegen habe ich eine Zeit lang voll auf Metal gehört und so, ja. Rock. Aber mittlerweile bin ich voll auf Techno hängen geblieben. Also so Hardtech, aber so richtig, richtig bekloppt. Dass ich manchmal nach dem Training so die Kopfhörer abmache und denke so... Was war das? Das hört sich an, als wäre jemand in der Küche gewesen, hätte einen Schrank aufgemacht und alle Teller und Tassen gleichzeitig rausgeschmissen. Also es hat nicht mal so einen richtigen Takt noch, ja. Aber es switcht natürlich auch. Ich habe auch Phasen, wenn ich dann so richtig tief in der Diät bin, also wenn Körperfett dann auch nur noch bei 6% ist, dann ist bei mir meistens so, dass ich an einem Lied so richtig hängen bleibe. Das war letztes Mal, ich glaube Breakdown hieß das, da habe ich auch meine Kür drauf gemacht. Ja. Und dann habe ich wie so ein Psycho das die ganze Zeit gehört. Also es ist durchgelaufen. Ich habe bei Spotify auf dieses Einmal-Ding und ist die ganze Zeit durchgelaufen, weil ich es aber so... Und jedes Mal, wenn es jetzt kommt in meiner Playlist, dann verbinde ich auch meine letzte Prep damit. Das ist auch irgendwie voll schön. Ja. Geil, geil, geil. Was ist dein größtes Ziel, welches nicht mit Bodybuilding zu tun hat? Mein größtes Ziel ist, dass ich irgendwann mal so gut dastehe, auch finanziell und beruflich, dass ich meiner Familie... Ich bin eigentlich gar kein materieller Mensch. Aber mit meiner Selbstständigkeit hatte ich dann halt, oder habe ich immer noch Schulden, die ich abbezahle. Und ich will meiner Familie halt was zurückgeben. Das kommt hier jetzt voll schnulzerisch alles rüber, so, ja, ja, genau. Nee, aber es ist wirklich so, weil ich hatte eigentlich nie Probleme mit den finanziellen Sachen, bis es mit der Selbstständigkeit passiert ist. Weil ich musste mein Inventar der Praxis für, was, 30.000 Euro habe ich für 3.000 Euro verkauft. Und dann habe ich das ziemlich schnell abgestottert und habe dann für eine Prep nochmal aufgestockt den Kredit, weil ich unbedingt nochmal auf die Bühne gehen wollte. Und ich finde, meine Eltern haben es halt einfach nur verdient, im Alter sich keine Gedanken machen zu müssen, gerade was Thema Rente angeht, dass meine Mutter, wenn die sagt, hey, ich will jetzt eine Kreuzfahrt machen, dass ich sagen kann, Mama, mach eine Kreuzfahrt. Oder, keine Ahnung, kauf dir das und das oder bestell dir das und das, weil das macht halt das Leben schon einfacher. Also klar, wir leben in einem materiellen, in einer materiellen Welt, Konsumgesellschaft, wo ich absolut nichts mit anfangen kann, aber ich sehe halt, meine Mutter zum Beispiel, sie war echt lange Zeit alleinerziehend mit 3 Mädels. Sie hat immer gegeben, immer investiert und immer zurückgesteckt. Das hatten wir vorhin auch kurz im Gespräch. Ich ziehe den Hut vor jedem Elternteil, wo Papa auch Mama ist, weil man steckt halt trotzdem immer zurück. Gerne zurück, aber man steht halt an zweiter Stelle oder dritter Stelle, je nachdem, ja, wie viele Kinder man hat. Und ich finde es halt schön, wenn der Punkt kommt und ich meiner Mutter sagen kann, hey, komm, jetzt bin ich mal für dich da und du musst dir keine Gedanken machen. Ja. Sehr gut, freut mich. Oder auch an meine Geschwister, ja, die haben mittlerweile Kinder. Und ich konnte als Tante halt so dann mal da sein, als zum Besuch oder mit den Zeit verbringen, was natürlich auch wichtig ist. Nichts Schöneres ist, Zeit mit den Menschen zu verbringen. Aber ich muss sagen, ich habe es halt bisher noch nicht gebacken gekriegt, außer einmal, wo ich in Thailand war, habe ich ihnen ein Armkettchen gekauft. Aber sonst habe ich noch nie ein richtiges Geschenk machen können, weil es halt finanziell jetzt noch nicht so drin war. Und klar, ist es, ich sag ja, das Materielle, darauf kommt es nicht an. Aber ja, ich für mich will es halt einfach mal erreichen, dass ich mal mir da keine Gedanken machen muss und denen einfach zurückgeben. Oder denen ein Sparkonto anlegen. Ja. Und die dann irgendwann, wenn sie 18 sind, keine Ahnung, ah cool, da, die Tante war da und jetzt kann ich mir was Cooles leisten. Ja. Geil, geil. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre es bei dir? Wenn du es entscheiden könntest natürlich. Das stelle ich immer die Frage. In meinem Speed-Dating-Format, ja. Boah, ich glaube, ich fände Fliegen sau cool. Fliegen? Weil das ist so ein bisschen Gefühl von Freiheit. Und ich liebe auch zu reisen. Ich liebe auch zu fliegen im Flugzeug, was manche gar nicht mögen, weil sie immer sagen, boah, so Langstreckenflüge, gar nichts für mich, finde ich ganz cool. Aber wenn ich mich, also ich würde entweder fliegen oder so teleportieren. Weil gerade Thema Familie, ich bin jetzt bald 28 und bin dann 29 mal umgezogen und ich bin mit 16 halt schon weg von meiner Familie wegen der Ausbildung. Und wie man schon merkt, in der Kommunikation, gerade Familie bedeutet mir halt alles. Und ich bin aber ziemlich weit immer weg. Also ich war immer so,
Ich habe mein Auto auch vor 2 Jahren verkauft. Das hieß, ich war auf Öffis angewiesen und ich musste halt immer 5-6 Stunden Bahn fahren. Und wenn ich jetzt überlegen könnte, Superkräfte, ich könnte mich jetzt zu meiner Mama teleportieren, das wäre schon cool. Ich glaube, das wäre für mich noch praktischer wie Fliegen, aber Fliegen ist halt nochmal so dieses, ich stelle es mir voll als Freiheit vor, wie so ein Vogel. Halt. Ja, also eins von diesen zwei auf jeden Fall. Vor allem, wenn du fliegen kannst, kannst du auch zu ihr fliegen. Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich auch schneller wie mit der Deutschen Bahn oder ja, mit dem Flugzeug. Was fällt dir in der Massenphase am schwersten? Das Essen oder der Stuhlgang? Geil, ist genau mein Humor, richtig gut. Stuhlgang läuft eigentlich immer ganz gut. Oh Gott, ich darf drüber reden. Ich rufe meine Mutter immer an, wenn ich in einer neuen Wohnung bin. Und sie hat schon gar keine Lust dran zu gehen, weil sie weiß, dieser Anruf kommt irgendwann mal. Mama, ich hab's geschafft. Die Toilette war überfordert. Kennst du das, wenn das Wasser sich so anstaut? Aber es bleibt nicht stehen, sondern es macht wie im Flugzeug so. Man hat Angst, dass es noch rübergeht. So. Ja, ja, aber es macht noch wie im Flugzeug so. Und du denkst so. Ja. So geht's mir jedes Mal. Das kennen nur Leute, die viel essen. Ja, genau. Ja. Das Essen fällt mir nicht schwer. Also wirklich gar nicht, weil ich ja kein Sättigungsgefühl habe. Mhm. Also von klein auf an schon nicht. Ich habe mich immer an anderen Leuten orientiert. Deswegen würde ich jetzt trotzdem, um deine Frage zu beantworten, sagen, dann eher den Stuhlgang. Wie das Essen, weil da habe ich gar keinen. Kennst du auch das da, wenn du auf dem Kloschüssel sitzt und dann machst, aufgepasst, machst den hier. Guck. Ja, genau. Ihr kennt das alles, alle kennen das, nur sie wollen nicht drüber reden. Welches Essen vermisst du am meisten, wenn du in deiner Wettkampfvorbereitung bist? Jetzt aktuell gar nichts, weil es mal so eine Vorbereitung ist, wo ich mal süß und deftig habe und auch eine Vielfalt von Gemüse. Und früher war es alles. Weil ich hatte ja nur mein Hühnchen. Ich habe ja nicht mal Gewürze drauf gemacht, aber am meisten habe ich vermisst Obst. Mhm. Ich liebe Obst. Obstteller. Und was war immer so das Erste, was du sonst immer gegessen hast, wenn du aus der Wettkampfvorbereitung fertig warst? Deine Riegel? Mhm. Ein Proteinriegel. Überleg mal, es gibt Leute, für die ist das schon die Diät. Ja, ich weiß. Das ist krass, gell? Crazy, oder? Ja, voll, voll. Aber für mich ist das auch gerade keine Diät, kopftechnisch, mit diesem Dinkeltoast und sowas. Aber das ist auch wieder so eine Definitionssache. Wo fängt Diät an? Wo hört es auf? Ist nur ein Kaloriendefizit oder ist eine Einschränkung von Lebensmitteln? Das sind so schwierig zu definieren wieder. Ja. Stimmt, stimmt. Weißt du, was würdest du sagen, welche Charakterzüge machen einen echten Bodybuilder aus? Puh, Charakterzüge? Ja. Ich hatte gestern so einen ähnlichen Talk mit Mike, weil ich wissen wollte, was für ihn die Definition von Bodybuilder ist. Und ich muss ehrlich sagen, dass für mich auch ein Bodybuilder einer in der Open-Klasse ist, also wirklich schweren Jungs und die wirklich auch Profis sind. Also wo auf der Profibühne standen. Aber es ist schwierig, das für mich zu beantworten mit Charaktereigenschaften, weil ich habe auch gemerkt, dass für mich genauso ein Bodybuilder auch sein kann, jemand, der zum Beispiel noch nie eine Profikarte hatte und den Sport schon Jahre lebt. Ich finde es halt nur schwierig, weil heutzutage dieses Wort stöhnt ordentlich rum, gell? Stöhnt ordentlich, weil das Wort Bodybuilding zu schnell in den Mund genommen wird. Mhm. Aber ich finde, als Bodybuilder brauchst du auf jeden Fall Biss. Du brauchst Disziplin, ja. Das schon. Du musst einstecken können auf jeden Fall. Ja, und verzichten musst du halt auch. Weil du musst verzichten. Also so wie ich Bodybuilding für mich definiere, hat es schon mit Verzicht zu tun. Und in meiner Welt, ich weiß nicht, ob wir irgendwann nochmal ein Gespräch führen werden und ich dann anders darauf antworte, hat für mich Bodybuilding trotzdem mit diesem zu tun. Deswegen ist es für mich schwer, das gerade als Diät zu interpretieren. Wenn ich morgens aufstehe, ich liebe es teilweise, wenn ich in diesem Modus bin in der Diät, ich kann mich nicht bewegen. Ich will mich nicht bewegen, weil ich die Kraft nicht mehr habe. Ja. Ich habe die Kraft nicht mehr zum Atmen. Wie soll ich auf Toilette gehen? Ich bin so im Defizit. Und trotzdem kriegst du das hin, vom Mindset auf dein Scheißrad zu gehen und in dein Scheißtraining, obwohl du eigentlich nicht mal mehr reden willst. Und das ist für mich Bodybuilding. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob es total bescheuert ist für mich. Ja. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil da erkennt man auch den Unterschied zwischen jemand, der es hobbymäßig macht und jemand, der es beruflich macht. Das ist ja auch bei jedem anderen Sport. Es gibt Leute, die sind hobbymäßig Fußballspieler, Leute, die verdienen wirklich ihr Geld damit. Ja, ja. Und da ist wirklich dieser Biss, der den Unterschied auch ausmacht. Ja, das denke ich auch. Und deswegen schwierig, weil vielleicht kann ich hier auch so eine Rückfrage mal stellen. Für mich ist, ich hatte gestern das Gespräch mit Mike, der ist einer von den schweren Jungs, und habe auch gesagt, mein Coach kam zu mir damals und ich hatte eine richtig krasse Diät, ich hatte einen Durchlauf, es hat alles gut funktioniert und er kam zu mir und sagte, Tiffy, jetzt darfst du dich Bodybuilderin nennen. Weil ich habe mich immer nur genannt, ich bin Kraftsportlerin und ich gehe auf die Bühne. Ich habe nie gesagt, ich bin Bodybuilderin.
Und dann dachte ich so, ja, aber trotzdem, ich finde mich eine Bodybuilderin, wo ich so denke, so, die kommt und die Sonne geht unter, so, weil die so breit ist. Ja. Aber ich denke so, diese Definitionen machen mich teilweise auch verrückt, weil man kann schwer Dinge eigentlich so pauschalisieren, so eingrenzen. Weil ich finde es genauso interessant wie jetzt bei mir, was passiert ist und ich hatte eigentlich die Kraft zu gar nichts mehr. Und dann kam ich zurück ins Training und habe diese ganzen Schmerzen und Emotionen, was zu dem Zeitpunkt richtig war, weil ich mich natürlich abgelenkt habe, aber ich habe funktioniert, in den Prep begeben. Ja. Und es war genauso stark. Ja. So von was macht man es abhängig, eine Definition an den Tag zu legen, schwierig, finde ich. Ja. Stimmt, stimmt. Okay. Ja. Cool, eine Meinung dazu zu wissen. Ja. Und die letzte Frage ist, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Was würdest du sagen? So. Ich merke gerade, dass du hast eine Schwäche von mir. Ich habe eine Schwäche heute von mir erkannt. Ich kann schlecht so einfach so eine einfache Antwort geben. Wirklich, ich muss immer Geschichten dazu erzählen. Ja, ich würde sagen, das ist auch, glaube ich, die längste Fragerunde, die ich je hatte. Aber echt? Ist auch okay. Ja, und zwar jetzt ganz nicht nur auf Bodybuilding eingehen oder auf Leben, sondern das war auch kein richtiger Ratschlag, sondern mir wurden halt die Augen geöffnet. Und zwar durch meinen Verlobten damals. Gestöhne. Soll ich das Mikro weiterreichen? Warte, ich synchronisiere das jetzt. Nein. Durch meinen Verlobten. Ne? Und zwar, weil er mir gezeigt hat, ich sage ja keinen Ratschlag, aber das war sowas, was mir hängen geblieben ist, als Ratschlag. Mhm. So, es gibt noch mehr als nur Bodybuilding. Und er hat mir gezeigt, um was es wirklich im Leben geht. Weil mit diesen Menschen, ich saß mit ihm im Bäcker. Das war an dem Tag, wo er dann abends auch unterwegs war und nicht mehr zurückkam. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Schatz, mit dir ist jedes Abendbrot und jedes Frühstück ist mir mehr wert wie eine scheiß Doppelbizeps auf der Bühne. Weil er hat mir gezeigt, wenn du so eine Person findest, wo wirklich alles passt und du liebst oder eine Seelenverwandtschaft hast. Du kannst auch eine Seelenverwandtschaft zu deiner Oma haben oder zu einem Familienmitglied. Ich hatte das zu meinem Verlobten. Und er hat mir so gezeigt, jeder Moment mit diesem Menschen zu erleben, ist das Schönste überhaupt. Und das ist Leben. Ja. Momente aufzufangen. Und das ist der Ratschlag an mich gewesen. Sei nicht immer so verbissen, sondern es gibt noch so viel zu erleben da draußen. Und das Schönste ist eigentlich, das mit Menschen zu erleben, die man wirklich liebt. Man sollte auch die Zeit, die man gerade hat, nicht nur nutzen, auch genießen, den Moment. Ja, weil die Zeit... Es ist oftmals so, dass man will immer an irgendwo sein, wo man gerade nicht ist. Ja. Und schätzt in dem Moment nicht die Zeit wert, wo man gerade ist. Ja. Und selbst wenn man die Möglichkeit hätte, mit einem Schnipsen, wie du gesagt hast, oder mit einem Flug oder mit einem Teleport irgendwo zu sein, man wird trotzdem immer, irgendwas wird einem immer fehlen. Genau. Weil bei uns Menschen ist es so, wir genießen nicht das, was wir haben, sondern das, was wir nicht haben. Ja. Deswegen ist es ein cooler Zeit. Ja, und auch mal aus der Komfortzone rauszutreten, mal was zu wagen. Das stimmt, auf jeden Fall. Und ich sag ja, für mich war früher Bodybuilding alles. Und deswegen war es für mich schwer, da auch wieder zurückzukehren, weil sich da die Werte verschoben hatten. Ja. Und mittlerweile sage ich, für mich ist das schönste Moment im Leben aufzufangen und zu genießen. Und das am liebsten mit Menschen, die einem gut tun. Und wie, also die Geschichte von dir und deinem Verlobten, die kannte ich jetzt nicht. Ja, alles gut, Ich weiß auch gar nicht, ob du offen darüber schon geredet hast. Die Leute wissen darüber Bescheid. Ja. Weil ich hatte viel mit anderen Medien zu tun. Ja. Wo ich noch nicht so Social Media aktiv war, hatte ich viel mit Zeitschriften zu tun. Und da gab es eine Zeitschrift, mit der hatte ich viel gemacht. Und da habe ich gesagt, bitte bringt das nicht raus, wo das damals passiert ist. Und dann kam es ganz groß raus. Und dann hat das fast alle erfahren damals. Also es wissen viele, ich habe es auch angesprochen, ich rede auch offen drüber. Das also wie ist das so? Du hast der Zeitung gesagt, also ich weiß nicht, ob du deinen Namen nennen darfst. Aber von der Zeitung mache ich es mal jetzt lieber nicht. Aber wenn man es eingibt, dann weiß man, welche Quelle es war. Ja. Okay, und dann? Und die haben, wo das passiert ist und das, wo die das mitbekommen haben, haben die mir geschrieben, unser Beileid, was können wir für dich tun? Habe ich gesagt, keinen Artikel darüber bringen, das könnt ihr tun. Und ein paar Tage später war es draußen als Artikel. Und haben die dann auch mit dir darüber ein bisschen gesprochen gehabt, Informationen? Von mir haben die gar nichts gekriegt. Und ich war ja schon auf Social Media aktiv quasi. Ja. Und alle haben gedacht, ich wäre halt zu dieser Zeit oder zu dieser Zeitschrift gerannt und hätte das gesagt. Ich habe so viele Nachrichten gekriegt, das war richtig, richtig schlimm. Dass ich für ein Mensch bin, dass ich erstmal zu so einer Quelle gehe und das, obwohl ich
ich war nicht mehr lebensfähig in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, das war dann so ein Moment, dir ging es nicht gut und anstatt, dass Leute so dir helfen, dass du aus diesem Loch rauskommst, haben die auch noch reingetreten. Ja, ja, also gerade Social Media wegen den Medien. Deswegen aufpassen, mit wem man halt auch sowas macht. Formate, Medien, weil nicht jeder, der dich anlächelt, der meint es auch wirklich gut mit dir. So, ja, die warten teilweise nur auf Negativsachen, damit sie noch mehr pushen können, sowas. Ja. Und wenn die gerade gut mit dir sind, kann es auch teilweise sein, dass sie nur einen ausnutzen wollen. Ja, genau, das kann auch das, sein. Leute, die Menschen öfters helfen, die werden das leider öfters erleben. Ja, ja. Muss man seine Fehler aber auch machen. So, daraus lernt man ja auch klar, viel. Klar, klar. Ja. Und aber es war schon eine richtig krasse Aktion, weil ich saß halt im Zug. Hast du auch noch mit der Zeitung gesprochen, was da abging? Ich wollte die verklagen. Aber ich habe dann mitgekriegt, dass die in Artikel schon die Klage mit einberechnen. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann brauche ich gar nicht klagen. Ja, weil die rechnen schon damit, dass sie eine Klage kriegen. Und dann hätte ich einen kürzeren gezogen, ja. Die haben auch Bilder verwendet, wo sie gar keine Rechte hatten, so, ja. Von deinem Mann? Von uns beiden, ja. Von dir auch? Ja, ja. Ja. Okay, einfach genau, in die Zeitung? Genau, einfach verwendet und in die Zeitung reingeballert. Aber wäre ich dagegen vorgegangen, ich habe sie auch habe eine E-Mail verfasst und sie angeschrieben. Und dann kam nur zurück, wir wissen, dass du aufgebracht bist, wir können dir gerne eine Wohnung oder einen Hund kaufen. Die Nachricht verstehe ich bis heute nicht. Eine Wohnung oder einen Hund? Hund oder eine Wohnung. Keine Ahnung, was man mit mir damit mitteilen wollte, aber dann sieht man mal, wie ekelhaft Menschen sein können. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich darfst du es jetzt nicht offen sagen, welches, aber ich würde gerne wissen, so privat. Ja, ich sag's dir nachher. Ey, was ist das für Schweine, Alter? Ja, ja, das war richtig übel. Boah, und sag ja, und dann sitzt du im Zug, weil ich wusste nicht, wohin mit mir. Ja. Ich habe damals auch dann bei meinem ersten Vorbereiter ein großes Dankeschön gehend raus, habe ich Wochen bei ihm im Fitnessstudio gewohnt, weil ich weder bei meiner Mutter sein konnte, aber nur, weil ich halt nicht klar kam psychisch, noch konnte ich irgendwo in der Gegend sein, wo ich mit ihm gewohnt habe und dann habe ich im Fitnessstudio gehaust. Und jetzt, wo das passiert ist, wie schaut es eigentlich bei dir, deine Zukunftspläne aus, auch so in Richtung Kinderwünsche und so? Nein, also Kinder wollte ich noch nie. Noch nie? Ja, weil ich ja schon gesagt habe, ich ziehe den Hut vor jeder Mama. Aber ich könnte keine Mama sein, weil ich immer niemals schwanger. Nee. Es gibt ja die Frauen auch immer, wo ich finde es wahnsinnig schön, wenn es jemand, hey, fass meinen Bauch an und guck mal. Und ich finde es so total, dieser Gedanke, ich meine, ich bin Physiotherapeutin und ich interessiere mich voll für die Medizin, aber für mich ist das trotzdem so ein bisschen gruselig, wenn ich denke so, oh Gott, was wächst in dir? So, keine Ahnung. Andere sagen, fass meinen Bauch und du sagst, fass meinen Bizeps an. Ja, genau, fass meinen Bizeps an. Und ich bin gern die Tante und es wird auch immer so bleiben. Und es hat sich auch damals nicht mit meinem Verlobten verändert, der Wunsch, dass ich Kinder haben wollte. Also das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Okay. Und was glaubst du so, was Bodybuilding so mit deiner Lebenserwartung macht? Weil du bist ja auch als Testo-Tiffy bekannt. Ja, genau. Und es ist ja auch bekannt, dass du ja ich weiß nicht, ob du es sagst. Dass ich nicht Naturalathletin bin, ja. Ja, ja. Ich meine, also nicht böse gemeint, aber kann eine Frau überhaupt so aussehen, wenn sie naturell ist? Es ist halt auch viel, es kommt ja trotzdem immer so Genetikwunder und Freaks daher. Und ab einem gewissen Leistungsniveau muss man nicht drüber reden. Gerade im Bereich, guck mal, wo ich Bikini-Klasse war noch, gell? Ja. Da war ich richtig geschockt, da stand ich auf der Bühne. Und die haben hinter der Bühne geredet, was die nehmen in der Bikini-Klasse. Und da dachte ich, ey, in der Bikini-Klasse geht es um eine schöne Strandfigur, also im Amateurbereich. Ist ja nicht einfach nur wichtig, dass sie schöne Brüste und große Hintern haben? Ja, das schon. Also gerade im Amateurbereich, die sollen eine schöne Linie haben und so. Aber da musst du dir noch nichts reinhauen. Ja, und dass ich jetzt keine Naturalathletin bin, sag ich ab einem gewissen Leistungsniveau, gerade in der Figurklasse und sowas, braucht man nicht mehr drüber reden. Aber mir war es immer wichtig, ich spiele natürlich auch freilich mit meinem Humor, wo ich habe. Ja. Deswegen auch Testo-Tiffy. Ja. Vielleicht ist auch HGH-Tiffy oder Primobolan-Tiffy, das können sich die Leute selber ausmalen. Aber ich mache halt gerne da einen Mund auf, wo viele halt schweigen. Ne? Ja. Weil heutzutage sind ja alle natural und sehen trotzdem krass aus. So, ja. Klar, man muss trotzdem bereit sein, halt Opfer zu bringen, wenn man sich für den Weg entscheidet. Kommt drauf an, welche Substanzen man halt nimmt. Ja. Mir war es halt immer wichtig, trotzdem meine feminine Art zu behalten, weil viele sehen halt trotzdem im Sport nicht mehr im Gesicht so feminin aus. Irgendwann Das hast du auf jeden Fall beibehalten. Dankeschön, Dankeschön. Mann, so macht's. Ja, das nehme ich als Kompliment. Wenn Männer zu mir kommen und sagen, hey, du hast einen Körper wie ein Junge, dann sage ich, cool. Sieht noch sehr, sehr weiblich aus auf jeden Fall. Dankeschön. Hast du auch gut gehalten, das kann man sagen. Also es ist halt auch das, es muss alles auch mit Kopf gemacht sein. Ja, safe. Und guter Ratschlag. Zu mir kam mal einer und sagte, Tiffy, denk daran. Irgendwann mal wirst du alt und dann schwinden die Muskeln. Und wenn du dann falsch gehandelt hast, dann bist du keine alte Omi, sondern ein alter Opi. Und willst du ein alter Opi sein, wenn du eine Frau bist? Nein, willst du nicht. Nein, weil die Muskeln sind vergänglich, weißt du? Ja, das stimmt.
Also würdest du sagen, das hat schon, das ist oft, würdest du auch sagen, das wird auf deine Lebenserwartung später irgendwas beeinflussen? Oder sagst du, ich glaube, bei mir, so mein jetzigen Standpunkt, glaube ich, eher weniger? Also ich habe immer so, ich hatte eine Nahtoderfahrung mit 14. Dementsprechend ist es immer für mich immer schwierig, weil ich immer, das hört sich immer so krank an oder so doof. Ich will gar nicht so alt werden. Weil durch meine Nahtoderfahrung war ich schon auf der anderen Seite. Also weißt du auch noch, wie das war? Die Nahtoderfahrung? Ja, kannst du dich noch daran erinnern oder weißt du nur, dass du es hattest? Ich habe in meinem Zimmer bin ich mit einer Infrarotlampe eingeschlafen und mein Bett hat gebrannt und bin nicht mehr rausgekommen. Und meine Beine waren schon gelähmt und ich bin schon aus meinem Körper so draußen gewesen. Ich hatte jetzt nicht wie andere, wo sagen, oh, ich habe über mir, war ich über mir und habe das und das kein gesehen. Kein Licht gesehen, oder? Ich habe ein Licht gesehen und so wie so ein Tunnel. Aber ich weiß bis heute nicht, ob es der Rauch war um mich herum, weil du nimmst ja trotzdem visuell noch was wahr. Okay. Aber ich habe gemerkt, dass ich habe keinen Schmerz empfunden. Ich habe meine Beine, obwohl die gelähmt waren, wie gelähmt wegen Sauerstoff, wo mir gefehlt hat. Ich konnte nicht mehr laufen, ich hing an der Tür nur noch. Ja. Es war warm und es hat sich mega gut angefühlt. Und durch diese Erfahrung hat sich halt bei mir halt auch manchmal das verändert, dass ich manchmal so traurig bin, in dieser Welt zu sein, weil ich denke so, boah, das, was danach kommt, jeder hat seinen Glaube, aber da haben wir keine Wertigkeit von Optik oder ob jemand reich oder arm ist oder ob jemand schön oder hässlich, wie definiert man das? Weil da geht es ganz anders weiter. Ja. Und deswegen, ja, ich keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, gerade wegen meiner Einstellung werde ich wahrscheinlich nachher uralt, aber ich will eigentlich gar nicht alt werden. So. Aber dass der Sport natürlich Einbuße hat auf die Lebensdauer, das auf jeden Fall. Ja. Also denke ich, das denke ich, ist sogar messbar, wenn man Studien drüber macht. Ja. Und nimmst du spezielle Maßnahmen, also ergreifst du spezielle Maßnahmen, besser gesagt, ein, damit du diese Auswirkungen so gut wie möglich minimierst? Ja, man muss halt sagen, Thema Blutbild, was wir vorhin hatten. Manchmal denke ich auch, Bodybuilder leben fast gar gesünder, weil sie ernähren sich gut und sie lassen sich überprüfen beim Arzt, die meisten mittlerweile. Mhm. Das heißt, so ein Mensch, der das nicht macht, die meisten gehen dann doch nicht zum Arzt. Deswegen ist es schwierig, das einzugrenzen. Aber so Maßnahmen würde ich gerade sagen, diesen Gesundheitscheck, wo ich immer wieder mache, dass ich meine Blutwerte überprüfen lasse. Maßnahmen sind für mich auch, aber es sollte jeder allgemein treffen, ist Stress zu reduzieren, weil ich glaube, Bodybuilding ist nicht schlimm. Ich glaube, auch Rauchen ist nicht so schlimm. Ich glaube, auch Energy Drinks sind nicht so schlimm, sondern ich glaube, das Schlimmste ist der Stress für die Menschen. Ja. Ich glaube, das macht krank. Vor allem das, was du gesagt hast, in Maßen ist ja auch alles Akzeptanz. Okay, ja. Also der Akzeptanz ist in Maßen immer da. Das heißt, es gibt Leute, die vielleicht in Maßen rauchen oder trinken oder was weiß ich machen und trotzdem gesünder sind als jemand, der als CEO vielleicht sogar sich gesund nennt, aber durch die Arbeit die ganze Zeit Stress hat. Genau, ja, und das ist das Stress, macht auf lange Sicht echt krank. Weil, wie wir es vorhin schon hatten, ich rede da offen mit Psyche auch drüber, wenn du aber psychisch Stress hast und es dir nicht gut geht, du kannst natürlich nach außen trotzdem gut aussehen, aber psychisch beeinflusst deine Füße, also dein physisches Dasein und dann wirst du krank. Ja? Das stimmt. Ja. Du hast ja nicht direkt, als du mit dem Sport angefangen hast, Steroide zu ballern. Nee. Wie war es, als du plötzlich angefangen hast, die zu nehmen? Wie war so deine Erfahrung damit? Also ich habe ziemlich spät erst angefangen, überhaupt was dazu zu nehmen an Super-Supplements. Ja, Super-Supplements. Super-Eiweiß. Super-Eiweiß. Weil, wie gesagt, ich halt da trotzdem so erst mal gucken wollte, wenn ich andere Hebel in Bewegung setze, wie weit komme ich mit meiner Genetik? Ja. Weil du hast ja Hebelschlaf, Hebelernährung, Hebeltraining. Viele denken immer, boah, ich bin die krasseste im Training. Und dabei gehen die nicht mal ansatzweise an ihre Grenzen. Und dann habe ich aber gemerkt, dann kam irgendwann doch dieses Ego-Ding. Mit allen, wo ich auf der Bühne stand, die haben mich auf einmal überholt. Also ich stand mit Mädels auf der Bühne in der Bikini-Klasse, die mittlerweile halt bei Mr. Olympia waren. So, ja? Also Olympia-Bühne gesehen haben. Aber die haben sich halt in so einem krassen Zeitfenster haben die mich überholt, wo mir klar war, das geht halt nicht mehr auf natürlichen Weg. Ja. Und dann habe ich mit meinem damaligen Coach geredet, hey, ich habe das und das Ziel, was soll ich halt tun? Und dann war so, ja, wenn du den Weg gehen willst, halt irgendwas dazu zu nehmen, gerade zum Beispiel, was wir hatten, oral irgendwas, dann hat es halt die und die Nebenwirkung oder deine Leber wird halt, aber wir überprüfen alles und so. Nice gemerkt. Und dann war bei mir halt so Hauptfaktor, da ich immer ziemlich mild trotzdem war, dass ich gemerkt habe, von der Kraft ein bisschen Zuwachs und von der Regeneration. Weil wenn du halt Naturalathlet bist, dann tust du dich, glaube ich, wahnsinnig schwer, ohne Pause durchzuziehen. Ja. Weil dann tut dir das weh und das weh und das weh. Der Körper ist auch irgendwann mal ausgelastet und dann brauchst du teilweise auch vielleicht eine Woche Pause. Genau. Nur um
ab dem Punkt dann wieder weiterzumachen. Genau. Das ist bei... Bei Leuten, bei, die Zusatz nehmen, halt... Die Superprotein nehmen ja, nicht so. Ja, die Superprotein, die Stoffen, ist es ein bisschen anders. Aber da kommt es auch wieder drauf an, halt was du wieder nimmst. Ja. Weil es gibt ja so viele Sachen, ne? Und deswegen ist es auch immer wahnsinnig wichtig, da wirklich jemand an der Hand zu haben, der sich damit auskennt. Ja. Und was würdest du sagen, was so normal ist, bei, gerade bei Frauen, was die so nehmen? Meist Anabar, Oxandrolon. Okay. Das ist eigentlich ein mildes, aber das Problem ist halt, dass das halt nur oral eingenommen werden kann. Ja. Und das ist halt dann immer doof, wenn du immer Tabletten schlucken sollst. So, ja. Klar, Frauen ist halt auch schwierig, das hormonelle System ist viel sensibler. Gerade auch, wenn die ihre Periode bekommen, da genau. Ist so, so alles verrückt. Ja, du haust halt alles durcheinander. Und wenn dann halt auch Leute da sind, wo dann halt noch heftiger reingehen mit anderen Substanzen, ich weiß nicht, inwiefern das dann halt auch natürlich mit wenig KFA, längere Session, also mit mehr Wettkämpfe und sowas, auf deine Fruchtbarkeit halt mit Thema Kinderwunsch eingehen ja. Kann, wenn du dann unvernünftig handelst, ja. Wie ist es so, weißt du eigentlich, ob es... auch normal ist, dass vielleicht irgendwann auch die Periode aussetzt bei Frauen? Ja, bei vielen hat es dann nicht mal mehr mit dem Stoff zu tun, sondern mit dem KFA, also mit dem Körperfett. Körperfettanteil, ja. Bei mir ist das, ich bin eine Athletin, ich bin in der Offseason immer ziemlich flauschig. Flauschig. Da bin ich dann auch wirklich weiblich und ich tue mich sehr, sehr schwer, weil ich für mich Weiblichkeit nicht mit dem normalen weiblichen Bild halt in Verbindung bringe, sondern ich mag das, wenn ich eine geteilte Brust habe in der Diät nach und die Streifen rauskommen. Ja. Das ist für mich Attraktivität bei mir selber. Und in der Offseason bin ich halt immer so... Flauschig. Ja, also, und das ist bei mir immer ein anderes Bild, was ich davon habe. Was war nochmal die Hauptfrage? Ich bin gerade ein bisschen abgedriftet wieder. über die Frauen, die auch in deinen Klassen so Steroide nehmen, was die alles so nehmen. Ja, was so normal genau, ist, genau. Was so üblich ist. Nehmen die Wachstumshormone, nehmen die nur Testo. Ja, ich sag ja, die meisten halt oral mit Anabar und Oxandrolon, aber das kannst du ja nicht dauerhaft machen über die Leber. Und dann kommt es halt immer auf die Dauer an, wie lange du das machst. Manche nehmen das ja durchgehend, je nachdem, welche Klasse du auch wieder startest und sowas. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass früher war das gar nicht so mit dem, was du gerade angesprochen hast, mit HGH, mit Wachs. Ja. Kann auch sein, dass ich da jetzt, ich kenne mich mit Super-Subs jetzt auch nicht so krass aus, wie mit normalen Subs kenne ich mich auch nicht so krass aus. Aber ich sehe es halt auch immer in diesen, Wachs ist ja dafür bekannt, dass wächst. Also es wächst ja nicht nur die Muskulatur. Manche haben ja dann auch extreme Kieferwuchs. Die Organe wachsen. Die Organe alles wachsen, wächst. Ja. Und ist auch das. Bei Frauen wächst sogar die Klitoris. Ja, aber das ist von Steroiden. Auch bei Testo? Das ist bei Testo, bei HGH nicht. Nein? Ja, bei HGH, okay. Deswegen greifen ja viele Frauen zu HGH, also zu Wachs, weil du da keine Vermännlichung hast. Also du kriegst keinen Mini-Penis, keine größere Klitoris, Mikropenis. Du kriegst keinen Bartwuchs. Du kriegst keine Behaarung woanders, du kriegst keinen Stimmbruch, aber dafür wächst halt trotzdem, wenn du eine Tumorzelle hast, wächst halt, weil die Zellen wachsen. Ja. Und ich habe mich jetzt nicht mega krass damit auseinander beschäftigt, aber in meinem Kopf ist halt wieder so HGH, okay, du kriegst gute Haut, du kriegst, wenn es schlecht läuft, vielleicht einen Kieferzuwachs oder so komische Finger, die werden wie so Trommelschläger oder Urglasnägel, die werden so dicker. Ja. Aber in meinem Kopf ist ja so, was macht HGH? Zellteilung beschleunigt das. Und unsere Zelle, die beschleunigt, also die teilt sich ja nicht bis ins Unendliche. Irgendwann werden wir alt, weil die Zellteilung nachlässt und du stirbst. Genau. Das heißt, in meinem Kopf ist so, keine Ahnung, ob es stimmt, wenn ich jetzt HGH nehme und ich habe eine vermehrte Zellteilung jetzt, dann nehme ich die mir ja hinten raus. Genau. Das heißt, ich tue mir bewusst mein Leben ja verkürzen in dem Moment. Und das ist halt das, du musst halt wissen, HGH, ich denke, viele handeln halt, will ich weiblich bleiben? Ja, will ich. Da habe ich Muskelzuwachs, ich nehme HGH. Aber hat halt trotzdem auch Nebenwirkungen. Gibt es auch Frauen, weil ich sehe das auch auf Instagram, also nicht bei Frauen, aber bei Männern, die voll verfahren sind und sich sowas wie Trembolon ballern? Ja, ja, gibt alles. Es gibt auch Frauen, die sich das geben? Ja, natürlich, klar. Weil ich denke mir so, das ist so etwas, wenn das Frauen nehmen, ich denke immer so, die, bei der Anatomie der Frau, ja. Dass es so ist, dass da alles ein bisschen schwieriger ist als bei dem Mann. Ja, ist es auch. Und ja. Wenn Trembolon ist ja schon bei einem Mann etwas ja. Sehr riskantes. Trembolon, ja, ist vor allem auch, es ist ja so Charakterzüge pusht es sehr extrem. Ja. Also wenn du so schon aggressiv bist und eine kurze Zündschnur hast und du jagst dir Trenn rein, so kenne ich das halt von den Leuten um mich herum, wo das, dann rasten die halt gleich aus. Ja. Wenn du aber eh schon gemütlich bist und du nimmst, das ist nicht so wild. Ja? Ja. Aber natürlich gibt es Mädels, die, das ist ja auch das Problem bei den Coaches, dass viele Frauen coachen, aber keine Ahnung haben, weil die sagen, ja, ich behandle die Frau jetzt einfach wie einen kleinen Mann. So. Die Dosis ist einfach runter und es kann halt voll nach hinten losgehen. Ja, ja. Das stimmt. Also ich habe halt bei mir auch was gemacht, was nicht so gut ist. Ich habe halt mit mir immer ein bisschen selber so Versuchskaninchen gespielt.
Ja. Hast du bei dir selber schon mal so Nebenwirkungen gemerkt? Bei irgendwas, was du genommen hast? Ich glaube, ich bin da mit einer ganz guten Genetik auch gesegnet, so, weil ich habe natürlich das ein oder andere auch mal ausprobiert. Doch, ich habe Beinhaare, dunkle Beinhaare habe ich mal gekriegt von etwas, was ich mal kurz ausprobiert habe. Ja, ich habe die auch schon so. Ja, ich habe die auch eigentlich schon so. Ich kam damit auf die Welt. Die nenne ich auch meine Boldehaare. Die Boys. Die Boldehaare. Ah, Boldehaare. Die Boldehaare. Die Testo Tiffy mit den Boldehaare. Ja, ja, also so dunkle Haare habe ich mal gekriegt von etwas, was ich genommen habe. Und dann habe ich das aber ganz schnell wieder abgesetzt, weil ich gesagt habe, okay, darauf habe ich jetzt keine Lust, weil rasieren finde ich so schon nicht geil. Und wenn ich so dunkel werde, habe ich keine Lust. Aber witzigerweise gehen die nur bis zu meinen Knien. Nur bis zum Knie? Nur bis zum Knie und dann werden sie wieder hell. Interessant. Cool, ja. Ab da haben wir gesagt, okay. Ab da reicht es mit Nebenwirkungen. Ja. Ja. Ich wollte noch mal auf eine Sache eingehen, weil mich das interessiert. Wenn du dich vorbereitest für einen Wettkampf, ja. Was machst du so mit der Psyche? Also, wie geht's mit der Psyche? Trainierst du mental dich nur? Ja, ich mache wahnsinnig viel mit mentalen Trainings. So, ich liebe das voll. Alleine oder auch mit einem Coach zusammen? Nee, das alleine. Okay. Also ich liebe das voll, so Sachen zu visualisieren. Ja. Ich bin auch immer so jemand, ich weiß jetzt schon, was ich für ein Bild... Also ich mal mir jetzt schon ein Bild aus, was ich haben will, wenn ich im Herbst auf die Bühne gehe. Ja. Und ich werde das Bild erreichen, komme, was wolle. Und dann tust du aber allein schon auch Dinge anders handeln, weil du dieses Bild natürlich dir, weil es manifestiert wurde. Genau, man sagt ja, wenn man etwas visuell in seinem Kopf hat, ja. ist der erste Schritt entstanden schon, damit man es irgendwann manifestieren kann. Genau, und so ist das. Genau. Also ich mache das oft, solche Dinge. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, mit dem, wo mein Leben mal ziemlich... im Chaos geendet ist und unstrukturiert, dass mir meine Routinen voll gefehlt haben. Mhm. Ja, und das gehört aber auch zu dem Mentalen dazu und zu der Psyche. Ein Mensch braucht einfach seine Routinen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es bei mir gemerkt, ich dachte nicht, dass es so schlimm wird, aber es ging mir psychisch richtig kacke. Weil du keine Routine hattest? Ja, ich hatte morgens mein Rad nicht zu meinem 30-Minuten Radfahren. Ich bin morgens immer aufgestanden, ich hatte immer so eine große Wasserflasche, habe die dazu getrunken. Es hat alles nicht funktioniert und dann verurteilst du dich schon und denkst so, boah, scheiße, das ist alles kacke. Zweite Auge sitzt ihr. Nein. Jetzt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein lachender Smiley wird oder so, aber. Es funktioniert. Hier hinterhalten wir so, das ist. Er sitzt. Also, das muss auf jeden Fall ganz am Anfang. Ich mach's jetzt extra über die Zähne noch, so dass die auch noch schwarz sind. Wie schmeckt das denn überhaupt? Ich schmeck gar nichts. Aber wahrscheinlich, weil ich schon so viel Proteinriegel gegessen habe in meinem Leben. Hä? Ich kann jetzt nicht mehr reden. Na. Okay. So voll das Deep Talk Gespräch heute und dann so auf einmal ein Smiley auf der Zunge. Geil. Boah, das riecht richtig geil, Mann. Wo waren wir? Gibt es was Neues, was du so für die Zukunft noch geplant hast? Die Profikarte holen. Also, wir haben ja den Running Gag. Ich bin ja eigentlich schon Profi in einem anderen Verband. Ja. Wo Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller auch sind, also Universe, ich bin ja Miss Universe. Boah, es fühlt sich voll witzig auf meiner Zunge jetzt an. aber heutzutage interessiert sich dafür keiner mehr. Also wenn du nicht die Profikarte im NPC hast, dann bist du nicht wichtig. Ja. Und ich will mir dieses Jahr die Profikarte holen beim NPC. Ja. Und auch Paddy, der im Body Studio gehört, der ist nämlich auch eigentlich schon Profi in einem anderen Verband. Ja. Und wir haben ja einen Mike, wo ich dir erzählt habe, der auch so open, genau. Der sagt immer, ihr seid keine richtige Bodybuilder. Und mir Quatschköpfe, wir wollen uns die Profikarte dieses Jahr holen. Down, das wollen wir. Und das mit dem geilen neuen Tattoo, wo richtig, richtig gut aussieht. Ja, Mann, das ist... Ich glaube, damit kommen wir auch schon zum Ende. Ja. Das Tattoo ist fertig. Ja. Alles in den Kasten. Hast noch ein Smiley auf die Zunge bekommen. Ja. gerne noch einmal letzte Worte, die du an unsere Community hast, was du dir mitgeben würdest fürs Leben. Fürs Leben? Genau. Eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe. Also A, in allem, was ihr tut... oder was ihr macht, egal in welcher Passion, ob es jetzt Spazieren, Singen, Eltern, I don't know, was ihr da in Passion habt, aber habt Geduld und erwartet nicht einfach zu schnell irgendwelche Ergebnisse. Haltet trotzdem an eure Träume fest
Und verbringt Zeit mit euren Liebsten und schafft Momente einfach, weil darauf kommt es am Ende vom Tag an, eigentlich, auf die Momente, auf die Erlebten. Ja. Sehr schöne Wörter. Und ich glaube, mit dem... Mit diesen Worten. Mit diesen Worten können wir zu Max switchen, der einmal hier das hier vorzeigt. The Princess of Power. Okay, guck mal, ob ich gerade bin in der Kamera. Ja, schön. Das ist richtig geil geworden. Vor allem, ihr habt jetzt meine Geschichte mit drauf und das verbindet es jetzt trotzdem irgendwie, das mit Tattoo mit dem hier. Das ist cool. Richtig gute Arbeit geleistet. Mit der Zunge noch so. Ja, ja. Hat ein bisschen was von Wonder Woman. Gell? Auch, ja. Oder ist von so einer Walkürin halt. Die Walküre. Ich habe ja hier mal so Valkyrienflügel auf dem Rücken haben als der ja? Das war so früher. Ja. Ich habe hier auch auf dem einen Ring habe ich Hugin und Munin drauf und Mjölnir, ja. Weil ich liebe die nordische, ja, ich liebe die nordische Mythologie. Das heißt, jeder, der seinen Fuß hochheben kann, ist. Genau, so sieht's aus. Bist du zufrieden, Edgar? Es sieht richtig geil aus. Was passiert hier? Nochmal die Power. Ja, schmeckt nach nichts, oder? Ein bisschen bitter so. Ja, aber du trinkst ja auch fast die Flasche aus. Ja. Hast du auch für meine Zunge? Max, mach mal da auf. Flavor Drops. Ja, ja. Warte, du musst schon so machen. Nach vorne, Zunge weiter nach oben. Zunge gerade. Ja, genau so. Krass. Also, ich muss noch einmal die Schlussworte machen und dann sind wir eigentlich ready, würde ich sagen. Boah, ich habe voll vergessen zu curlen. Kannst du jetzt noch machen. So. Und währenddessen Testo-Tifi noch am curlen ist, würde ich euch einmal danken, wenn ihr bis hierhin geblieben seid. Und lasst gerne ein Like, Follow und teilt es gerne jedem. Und es ist wie immer viel Arbeit, was wir hier machen, aber wir machen das mit Herz. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt. Sagt ein bisschen was. Schenkt Liebe. Wir schenken euch Liebe. Und mit den Worten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.